Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Factory Town. Eine neue Folge, ich freue mich, wird sicher spaßig und ich habe natürlich wieder dieselben Probleme wie immer. Ich weiß nämlich nicht, was ich eigentlich machen soll. Was machen denn die? Ach, die fahren Schienen hin und her. Okay, gut. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich vermute mal, es wäre das Geschickteste, einfach hier den nächsten Punkt anzugehen, damit wir das Technologielevel steigern können. Weil wir können hier nichts mehr machen. Das ist nämlich gar nicht gut, wenn wir nichts mehr machen können. Ja, dann versuchen wir doch das mal. Elixier, produziert von Medizinhütte mit blauen Wasserkristallen. Und da brauche ich was? Da brauche ich rote und grüne. Die würde ich eigentlich eh da hinten schon machen. Hier nur, da habe ich natürlich zu wenig, weil ich für die roten und grünen brauche ich ja auch für die Forschung und Entwicklung von den Dingen da. Also würde ich das wahrscheinlich hier nochmal machen. Nur in größer dimensioniert. Ja, das ist sehr lustig. Also rote und grüne. Rote und grüne und blaue Dinge, aber die blauen Dinge sind egal. Also ich brauche für die grünen brauche ich auf jeden Fall hier Heilmittel, Fischöl und Zucker. Und für die roten brauche ich Heilmittel, Apfelsaft und Mana-Kristalle. Brauche ich da fixe Mana? Nee, das wird schon auf. Okay. Gut, also eigentlich brauche ich dieses Heilmittel sehr viel. Nämlich zwei Stück von denen. Und was brauche ich da? Ach, da brauche ich auch ab. Achso, ich bin noch bei der. Okay. Genau. Also da brauche ich auch zwei Fischöl und Zucker. Gut, also am Ende des Tages würde ich sagen, wir bauen das jetzt hier irgendwo hin. Da sind noch Wassersteine. Das ist feine, die Wassersteine. Ist nur die Frage, wo bauen wir es hin? Ich meine, da hätten wir viel Platz, glaube ich. Thematisch wird es aber da viel besser dazu passen. Das ist halt die Dramatik an der Geschichte. Vor allem, was mache ich mit denen? Die würde ich ja dann wahrscheinlich liefern, oder? Ja, dann würde ich das so machen, dass... Oh, jetzt habe ich mich verdreht. Ja, ich werde die einfach trotzdem hier hin machen. Aber da habe ich Fische auch noch. Ist zwar schade wegen den Kristallen, aber gut, die muss ich dann eben vielleicht abbauen. Warum brauche ich das nochmal? Wegen den Büchern. Okay. Naja, gut, wir bauen es hier hin. Also wir fangen hier auf jeden Fall mal an mit einem Bauernhof. Ich müsste echt einfach auch Dünger mal angehen. So, und da kommen medizinische Pflanzen hin. Und zwar Kräuterlis. Also da werden nur Kräuterlis gebaut. Ne? Das wird der Kräuterbauer. Sepp, der Kräuterbauer. Das war jetzt doof, weil das eine Stück wollte ich eigentlich nicht da draußen setzen. Aber ist mir wohl passiert. Ups. Ich hoffe nur, dass der die alle betreuen kann, aber normalerweise schon. So. Ja, komm, wir lassen zumindest einen kleinen Weg lassen wir da rein, auch wenn es nicht nötig ist. Ist jetzt nicht hundertprozentig optimal, aber hey. Und ich packe auch Farmfelder drüber, wo es geht. Dann ist das zumindest und das Ding reißen wir wieder weg. Bitte einmal ausreißen, danke. So. Ja, gut, dann hätten wir das. Der braucht... Nee, Wasser hat das... Ja, kein Wasser. Ich dachte, der hat Wasser. Kräuter. Düngen geht nicht, weil ich... Oder habe ich jetzt schon irgendwo... Irgendwo müsste ich wahrscheinlich sogar schon Dünger haben. Könnte natürlich Dünger. Das wäre eigentlich eine Idee. Wie viele Mana-Rohre habe ich jetzt? Dünger mit Mana-Rohren verteilen. Voll die Verschwendung. Was machst du eigentlich hier? Ich meine, das ist schön, dass du hier... Ja, okay. Ja, es ist wieder so ein... Ich bin schon gesetzt, Bauernhof. Aber ich glaube so viel, na doch, ich habe schon 848 Dünger habe ich, ja. Ist nur die Frage, wo habe ich die nochmal gebunkert? Wo habe ich die Dünger gebunkert? Weiß man nicht.
Puh, ja, keine Ahnung. Ist egal. Wir lassen das erstmal, ja. Es ist erstmal ganz gut. Der soll einfach nur gießen. Gießen tut er auch nicht, weil wir offensichtlich, obwohl der am Meer ist, hier kein Wasser haben. Ich dachte immer, also nee, das Gebäude müsste am Wasser sein, ja. Ja, dann müssen wir eben den Brunnen machen. Ist auch okay. Geht ja alles. So. Einmal den Brunnen. So. Sogar eins höher als notwendig. Es ist nur die Frage, baue ich jetzt überall schon mit? Ich habe das bewusst jetzt in die andere Richtung gebaut, damit ich da... So, okay. Baue ich jetzt überall mit magischen Förderbändern, wären... Oh Gott, ich habe das angeklickt, wäre ein bisschen eine Verschwendung. So, okay, gut. Es wird gedüngt. Gegossen, meinte ich. So, weil dann müssen wir nämlich auch ganz viel Fischöl gleich machen. Wo war Fischöl nochmal in der Medizinhütte? Also, nee, Fischöl nicht, sondern das da. Da brauche ich Flammen und Wasser. Gut, und da wäre nämlich, achso, nee, das Eisenerz. Ja, stimmt, Kohle muss ich dann eher aus den Bäumen machen, das hilft eh alles nichts. Dann baue ich da gleich einen Förster hin. Gebäude, weil wir brauchen hier sehr viel Flammen. Försterei. So. Machen wir so. Weil dann können wir theoretisch, wenn es nötig wäre, auch noch ein paar Bäumchen anpflanzen. Oder kann ich das jetzt schon? Ja, doch, Bäumchen geht schon. So, Pflanze, Baum. Um dass das nur hier zu grün ist, weiß ich nicht, aber naja, wird schon Sinn haben. So. Gut, und dann gleich mal ich mache gleich zwei Medizinhütten. Gebäude, Medizinhütte. Wo ist denn die Medizinhütte? Ja, ich könnte da auch suchen. Ich weiß, aber ich scroll so gerne durch, Leute. Das wisst ihr doch. So, Medizinhütte. Ich hätte ja auch Copy-Paste machen können. Warum ist der eigentlich... Warum holen wir die Mana-Scherben eigentlich daraus? Vielleicht sollten wir das, ganz ehrlich... Ja, das haben wir eigentlich eh schon von da, oder? Vielleicht sollte ich dieses Mana-Ding da drüben wegreißen. Naja, gut, momentan geht es mir noch nicht so arg im Weg. Wie gesagt, jetzt erstmal zwei Fischhütten, Medizinhütten, die... Ja, so wollte ich die auf jeden Fall setzen, ne? Also schon vielleicht ein bisschen symmetrischer setzen, danke. Und jetzt kann man da wieder wegreißen. So, und ihr macht bitte beide Heilmittel. Und eigentlich bräuchten wir wahrscheinlich sogar drei Heilmittel. Weil die nämlich alle, also Heilmittel ist eigentlich das, was die am meisten brauchen. Heilmittel, und du brauchst ja dann auch zwei Heilmittel, genau. Dann brauchen wir Apfelsaft auch noch, okay. Was brauchst du dann? Du brauchst Fischöl. Gut, Fischöl kriegen wir hin. Ach, und Zucker, genau. Also wir brauchen dann noch einen Bauernhof, der... Moment, jetzt kopieren wir den mal. Jetzt schauen wir, wo wir den zweiten Bauernhof hinpacken können. Damit der hier voll belegt ist. Das ist eigentlich voll doof, weil wir da nirgendwo optimal arbeiten können. Wenn ich da 1, 2, 3, 4, da lasse ich 6 Blöcke frei. 3 ist... Ja, machen wir mal so, ist ja egal. So, und der wird dann nicht Kräuter machen, sondern du machst Zucker und Äpfel. Nein, das sind Tomaten, die wollen wir nicht. Zucker und... Ach, ich Idiot. Stimmt, Zucker ist Bauernhof und Äpfel ist ja ein Förster. Habe ich vergessen. Wieso macht der auch... Ach so, Medizindinger. Fast ein bisschen schade, dass wir da jetzt einen... Okay, dann kann der aber ganz ehrlich, dann packe ich den daher. Dann soll der, dann hat er zumindest schon mal Wasser. Und dann macht er hier einfach Zucker. Und dann ist der halt nicht ganz optimal, aber ist ja egal. So. Pflanze Zucker. Stimmt, und Äpfel müssen wir den Förster dann fragen. Toll, jetzt hat der hier beim Speichern wieder meine Auswahl verloren. Ja. So, gut, Zuckerrohr. So, und auch hier werden wir ein Feld drüber packen. So
sofern wo es geht. Ah, und ich wollte eigentlich hier, genau, da wollte ich den Weg trotzdem lassen. So. Würdest du... Oh Gott. So. Gut, die beiden werden wir dann umsetzen. Okay, jetzt haben wir Zucker und die Dinger. Gut, eigentlich könnte ich die beiden da nach hinten versetzen. Im Endeffekt ja egal, ne? Das sind die beiden, die... Ja komm, dann bau doch eine Plattform hin. Hier will er wieder keine Plattform hinbauen. Ach Mensch, Spiel. Manchmal, ne? Komm, bau auf Holz. So. Geht doch, oder? 1, 2, 3. Ja. So. Müssen wir schauen, dass die beide dann genau Heilmittel produzieren, dass die beiden separat das Band, wobei. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt die schnellen Bänder haben, sollte das echt mit einem Band reichen, oder? Die Zufuhr an Bändern. So, jetzt müssen wir hier nur gucken. Ja, 1, 2. Geht sich das? Das müsste sich so eigentlich noch ausgehen. Weil ich glaube, mit den Magiebändern wird das ja wohl reichen, oder? Komm, lass lieber ein bisschen oben vorher. So. Genau, und fahr erst da nach unten Band. Ich hätte eigentlich das Band ausgewählt. Immer diese glücklosen Klicks. So. Und da einmal einen Teilibus ran. Gut, die brauchen dann eh natürlich noch Flammen. Und Flammen bekommen wir da. Ist echt die Frage. Gut, dann muss der, ganz ehrlich, weißt du was, dann wird der doch hier, dann werden wir den jetzt gleich ausbauen. Vielleicht doch ein bisschen mehr Bäume. Auf der Seite. Ja, die Kristalle, die ich weiß, dass die jetzt da sind, aber die, ja, erstmal, ich ernte die erstmal eh nicht. So, und Apfelbaum kommt daran. So, okay. Gut, dann einmal 1, 2 raus. Ja, ist echt schade, dass ich Kohle irgendwie wirklich ein bisschen Probleme habe. Also ich würde sagen, das Brennmaterial kommt unten ran, oder? Ja, komm, wir müssen da mit dem Boot, müssen wir eh nicht durchfahren, alles gut. Bin ich da jetzt zu niedrig? Nee, das sieht nur so aus. Das heißt, ein bisschen Platz ist ja noch fürs Boot. Ja, man muss immer alles nützen, den ganzen Platz, den man hat, nützen. Ganz wichtig. So. Ah, sehr schön. Der weiß genau, was er... Achso, weil ich da... Ja, genau, weil ich da natürlich... muss ich schon die Bäume auch. Apfel auch. So, das ist eh noch richtig gefiltert. Gut. Ja, dann produzieren die schön. Das passt. Ich weiß nicht, ob zwei reichen. Zur Not könnte ich einen dritten noch dazu tun, ist klar. Ich weiß, die laufen jetzt alle nur auf 1. Ich glaube nicht, dass 2 wahrscheinlich weit nicht reichen, oder? Wie ist denn das hier? Da habe ich die Medizin. Ach so, weil ich da immer alles doppelt und dreifach verwende. Okay. So, dann hätten wir eigentlich für den alles erledigt. Ne, Fischöl brauchen wir da noch. Wie war Fischöl nochmal? Ist einfach eine Hütte, die Fisch bekommt. Ja, okay. Könnte ich dann hier noch dran setzen. Ja, komm, die kommt hier noch ran. Also eine Medizinhütte kopieren. Ich glaube, da reicht eine, oder? Eine Fischölhütte sollte reichen. Und ich weiß nicht, ob ich da sogar... Ja, komm, ich mache eine eigene Hütte. Das Gute ist, wir müssen ja nicht übertreiben. Nicht Heilmittel, du machst hier Fischöl. Da brauchst du echt nur Fisch. Seine Fischereihütte. Das Gute ist, also was wir definitiv mehr als genug haben, ist Personal momentan. Das ist das Tolle. So. Gut, dann hätten wir hier Fischöl. Das bedeutet, wir haben... Da, das Zeug ganz gut, das Zeug ganz gut. Dann könnten wir eigentlich das schon machen.
Weil eigentlich möchte ich. Ja, das schon lange dauert. Eigentlich könnte ich da sogar zwei von denen dann machen. Ja, komm, ich mache zwei von denen dann. Ist die Frage, geht sich das hier? Gut, wir müssen, ganz ehrlich, wir müssen mit dem Platz jetzt nicht übertreiben. Also mit dem Platz sparen müssen wir jetzt nicht übertreiben, glaube ich. Wo baue ich die denn dann ran? Ja, komm, dann kommen die vorne hin, ist ja okay. Kommen die vorne ran. So, einmal da und dann nochmal da. Dann macht ihr hier zweimal Gegengifte. Genau das Zeug. Und du. Ah. Ja, ich wäre sehr froh, wenn ihr beide auf derselben Ebene wärt. Was ist jetzt hier wieder uneben? Ach Mensch. Habe ich schon mal gesagt, wir müssen eh nicht Platz sparen. So. Gegengift, Gegengift. Also da noch nicht, aber jetzt. Gegengift. So. Gut. Ja, dann muss da der Fisch ran. Also erstmal brauchen wir. Muss das mal rausgezogen werden. So, also. Hast du jetzt schon wieder nicht. Oh Gott. So. Ich mach das jetzt bewusst mal hier so. Sieht schöner aus. Ja, manchmal baue ich dann immer wieder schön. So, dann hier ganz rüber, weil das bleibt jetzt einfach so überdeckt. Und wie gesagt, ich mache da bewusst jetzt ein bisschen mehr Platz, damit da zur Not wir noch welche hinbauen können. Wobei ich nicht. Na gut, ich meine, es wäre gut, glaube ich, dieses Elixier, was wir da brauchen, einfach auch großflächig zur Verfügung zu stellen. Aus dem Grund, weil das natürlich für die Leute ja sehr gut ist in Wirklichkeit. Sondern jetzt schauen wir, dass wir da. Ne, da bleiben wir. Weißt du was? Ich mache das ebenerdig. Würde, wenn das gehen würde hier, aber wir sind hier sehr. Sehr auf schrägem Gelände unterwegs. Ja, ist voll das Schräggelände hier. Das will ich schon korrigieren. So. So. Ja, dann müsstest du hier vielleicht nach unten dann. Genau. So. Greifer ließ nach draußen. Sehr schön. Und Tyler ließ nach rein. So, dann haben wir das Zeug. Okay. Oh. Das wollte ich nicht. Das funktioniert gut hier. Aber gut, da kommt sowieso so ein Tyler, weil. Ja. Genau. So, dann brauche ich aber noch. Kümmerst du dich eh um die Äpfel auch? Ja, okay, doch, irgendwie schon. So, dann brauchen wir aber da das Fischöl noch für die. Und den Zucker. Fischöl werden wir vorne ranpacken, glaube ich. Obwohl, ne, Fischöl packe ich auch hinten ran. Machen wir aber auf Höhe. So. Was habe ich da eigentlich? Komm, bisschen, da können wir ja sparen, ne? So. Achso, aber Fischöl, ich merke gerade, ich muss ja den Zucker muss ich auch noch irgendwo reinkarren. Seit wann habe ich so Probleme damit, die Produkte reinzubringen? Komisch, ne? Naja gut, dann machen wir hier Zucker. So, einmal das Seit. Oh. Quasi da seitlich raus, aber da sind wir 1, 2, ein bisschen zu niedrig, wie es aussieht. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel zu niedrig mit dem Zuckerbauernhof. So. Di-di-di-di-di-di. Geht das? Müsste ja gehen, oder? Ja, wunderbar. Gut, jetzt haben wir Zucker, Fisch, Medizin-Ding und einen Lag, okay. Ja gut, da muss vorne ebenerdig offensichtlich das Fischöl rein. Weil oben kommt dann das Produkt raus. So.
und bei Bedarf kann ich das nach links noch erweitern. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das Fischöl, ich werde damit, beziehungsweise was brauche ich für das andere Ding jetzt noch? Da brauche ich eigentlich für die roten Dinger, ne, wo sind die roten? Da sind die roten Dinger, da brauche ich eigentlich eh nichts. Ach so, den Apfelsaft brauche ich dann noch in der Küche. Gut, dann würde ich aber sagen, fahren wir mit dem Fischöl jetzt trotzdem da hinten kurz raus. Fahren wir da dann ran. So. Oh, da sind wir. Hä? Achso, okay, da sind wir nicht genügend niedrig. Ne, komm, das machen wir anders. Oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist schon wieder alles so verwirrend. Ihr könnt ja natürlich auch einfach diese Hütte. Ganz ehrlich, komm, ich setze einfach diese Hütte da ran. Ja. So. Das Band fährt darüber. Ganz ehrlich, das müssen wir nicht alles so kompliziert machen. So, fahren wir da. Ja, geht sich aus. Zack. So. Genau, dann haben wir das schön hier gemacht. Super. Jetzt muss ich nur mit dem Band trotzdem irgendwie... Komme ich da unten? Das müsste ja eigentlich gehen, oder? Wenn ich da... Achso. Kann ich da noch durch unten? Ja, wie jetzt? Gegenstandsfilter nichts. Hallo? Hast du... Achso, weil der wieder mehr Sachen dran hat. Okay. Jetzt hat nur die Frage, komme ich da jetzt rüber? Warum ich das so komisch mache, das weiß ich momentan gerade selbst nicht, aber ich möchte eigentlich genau da durch damit. Ja? So, und das muss hier nicht unbedingt in die Höhe, sondern da kann es geradewegs drüber. Ich hoffe, dass ich da das und die Unterseite nicht blockiere damit, aber es sollte eigentlich gehen. So. Genau, und da haben wir natürlich wieder eine Bodenfliese, die fehlt. So, aber jetzt. Jetzt haben wir alles, ne? Jetzt ist alles gut, oder? Ist alles gut? Baut ihr jetzt? Sehr schön. Ah, Zucker fehlt noch. Ich sollte vielleicht da Schieber machen, ne? Also beim letzten immer so. Und da die Aufteiler. Genau. So, jetzt aber. Gut, die bauen. Performance-mäßig natürlich noch nicht so ultra gut, aber das ist okay. Ich sollte, glaube ich, ganz kurz goldene Schienen ein bisschen aufteilen. Nicht, dass ich da irgendwann mal voll werde, weil ich habe ja genug. Es ist ja nicht so. So, warum habe ich eigentlich goldene Schienen hier? Ah doch, habe ich hier eh magische Schienen. So. Gerade hier in der Mitte würde das nicht schaden. Was haben wir denn da überhaupt? Da? Oh. Ah, diese Schienen, ja. Schwierig. So. Bleibt der Zug jetzt eh nicht stehen? Nicht, dass der jetzt sagt, nö, jetzt... Doch, natürlich bleibt er stehen. Würdest du bitte... Oh. Kann ich da... Was passiert, wenn ich da... Ist das... Stopp, los. Achso, der kann hier gar nicht, weil ich hier... Wow. Okay, ich war hier... Habe ich das schon die ganze Zeit vergeigt? Ich glaube ja schon, wahrscheinlich, ne? Ja, das mit den Schienen ist manchmal echt schade, dass die sich halt nicht so schön automatisch setzen wie die Förderbänder. So. Also Schienen-Upgrades können gefährlich sein, Leute. Hui! Schön. Hier mit dem Harry Potter-Zug, ja. Habt ihr vollkommen recht. So, 210 Schienen haben wir noch, dann könnten wir... In Wirklichkeit, wo haben wir denn noch? Da wäre noch so eine Bahn, die wahrscheinlich upgrade-technisch ganz gut wäre. Cooler wäre eigentlich auch gewesen, einfach die Schienen vielleicht neu zu verlegen. So, wie weit geht das jetzt? Ja, fahren wir mal bis hierher. 48, okay. Ne, jetzt habe ich keine mehr. So, gut. Aber auch ein bisschen optimiert, super.
So, und im Lager. Sie schauen, normale Schienen habe ich hier jetzt wahrscheinlich haufenweise drin, oder? 681 ist die Frage, werden die abgeholt? Ach, und ich könnte das sogar noch verbessern, sehe ich gerade. Magische Münzen. Ja gut, die habe ich noch nicht so viel. Werden da jetzt die Schienen abgeholt? Da fahre ich einmal da nach hinten. Ist das die Schienen? Ne, das ist die Bandfabrik, glaube ich, oder? Ne, das sind Schienen. Okay, die Schienen werden abgeholt. Gut, ich habe meine Frage gerade selbst beantwortet. Sehr schön. Aber ich habe ja auch sonst keinen, der sie mir jetzt akut beantworten könnte. Also es ist ja okay. So, zurück zu unserem Produktionswahnsinn hier. Wo fahren wir da eigentlich dann weg? Da drüben wäre ganz cool, glaube ich. Weil ich würde sagen, dass wir die Dinger, die Elixiere, ach so, ich muss ja die Elixiere ja auch noch produzieren, denke ich gerade dran. Also die, ja, gut, die kommen, die Elixierproduktion würde ich aber dann vielleicht sogar echt wirklich da hinten machen. Was habe ich da eigentlich? Also das ist für die Münzen, ich erinnere mich. Okay, aber jetzt nicht ablenken lassen, jetzt erstmal. Nein, das kann ich. Gut, da oben, da würde ein normales Band auch reichen. Ja, wie jetzt? Du weißt nicht, was da rauskommen soll. Achso, weil du Wasser auch noch hast. Okay. So, dann haben wir einmal Gegengift und das rote Zeug ist jetzt ein bisschen aufwendiger, theoretisch, aber praktisch auch wieder nicht, weil wir brauchen da. Achso, weil wir da Mana-Verbrauchsdinger brauchen. Okay. Gut, aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht so tragisch. Ich lasse da trotzdem jetzt mal ein bisschen. Na ja, gut, wobei ich brauche nicht freilassen. Ja, eins lasse ich frei. So. Hier nicht Gegengift, sondern Heiltrank. So. Von hinten kommt das Zeug rein. Der Apfelsaft kommt oben. So, da muss ich mir ein bisschen was überlegen, weil da habe ich 5 Ein- und Ausgänge. Gut, aber da muss ich nach vorne hin einfach. Oder ich lasse zwischendrin einfach Platz. Komm, machen wir das nach dem alten Schema. Ist ja okay. Soll ich da gleich nicht? Ich lasse da auch mal 2, aber auch bei Bedarf kann man ja auch erweitern. So. Brauchen wir hier Apfelsaft und für Apfelsaft brauchen wir Küche. Eine Küche. Wobei wir da wahrscheinlich dann 2 brauchen. Weißt du was, die Küche packe ich jetzt hier hin, damit wir da bei Bedarf wirklich erweitern können. Ja. Weil da sind die Fischteile, also da würde ich dann zur Not noch Fischerei-Geschichten hinpacken. So, Apfelsaft. Brauchen wir eigentlich. Ach, das ist ja praktisch. Für Apfelsaft brauchen wir echt nur Äpfel. Ich dachte, da müssen wir auch wieder irgendwas pressen oder so. Aber zum Glück brauchen wir da offensichtlich wirklich nur Äpfel. Das ist natürlich praktisch. So, dann kommt Apfelsaft daran. Und ich würde da aber trotzdem das Band dann, oder zumindest die Vorbereitung gleich mal hinpacken. Ja, vielleicht machen wir wirklich eher 3 Hütten. Aber es wird sich noch rausstellen. Schauen wir mal. So, jetzt erstmal da ganz rüber damit. Komme ich da überhaupt raus mit so einem. Müssen wir einmal uns kurz rumschleichen. Genau. So. Soll ich gleich eine zweite machen? Ah, bleiben wir erstmal bei einer Küche. Schauen mal, wie weit die kommt. Wer weiß, ob der genügend Äpfel überhaupt produziert. Naja, das gefällt mir so nicht. Nein, genau im falschen Moment ein Speicherlag. So. Ich befürchte ja, dass der Förster wahrscheinlich zu wenig Äpfel macht. Aber naja, schauen wir mal. So, 1, 2...
Und hoch da. Ich sollte echt mal mit den Shortcut-Tasten arbeiten, aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Dazu habe ich das schon so drin. Kennt ihr das, wenn ihr Spiele habt, die ihr schon so lange gespielt habt und dann kommt irgendein Update, wo alles neu und alles besser ist und ihr die ganzen Funktionen einfach nicht verwenden könnt, weil ihr das alte Schema schon einfach verinnerlicht habt, Länge mal Breite. So, okay. Das läuft. So, und da, ich könnte natürlich auch eins machen, ganz ehrlich, Leute, ich werde da jetzt Mana-Rohre verwenden. Ich habe ja Mana-Rohre, müsste ich ja auch haben, oder? Also, genau, Mana-Rohre, nicht die Omni-Rohre, sondern die Mana-Rohre, weil ich kann ja wirklich eins machen, dass ich sage, so wie viel, ich habe 200 von denen. Wenn ganz ehrlich, dann packe ich die einfach in den Untergrund, so. Wie ging das nochmal? Ja, genau da. Dann kann ich nämlich hier nach hinten die leeren rausziehen. Das müsste ja eigentlich so gehen. Und dann machen wir da... Machen wir da die Auflader ran. So. Moment. Ich möchte das wieder beenden. Ich möchte das Raster wieder... Ich würde gerne das... Ja. Genau, weil dann machen wir da die Auflader hin. Ich drücke immer den falschen Knopf. Damit wir diese Rohre echt auch ein bisschen öfter verwenden. Ja, das ist ja, kann ja jetzt nicht das Problem sein. So. Auflader kommen dann hier hin. Könnte man eigentlich sogar da unten hinpacken, damit die nicht... Oder da oben. Nee, da möchte ich ehrlich gesagt sparen für... Komm, ich pack die da unten hin, weil da gehen sie... Sollten sie theoretisch nicht im Weg gehen, oder? Kann ich die jetzt alle vier anschließen? Wahrscheinlich ja wieder nicht, weil einer auf so einer Plattform steht, oder? Ja, das habe ich fast befürchtet. Okay. Gut, das Gemeine an den... Oder das Blöde an den Rohren ist jetzt natürlich, dass die... Was kann ich da eigentlich machen? Da sage ich, Ausgabe erschöpftes Mana. Okay, das passt. Das scheint zu funktionieren. Aber ich kann ja da keinen Anschluss machen. Nee, das bringt nichts, weil der jetzt mit nichts verbunden ist. Ja, okay. Mach mal wieder aus, den Spaß. Gut, aber hier scheint es zu gehen. Ja, dann machen wir es eben da hinten, weil ich glaube, ne, vier sollten eigentlich herreichen. So. Genau, nach vorne hin. Warum ist da jetzt auch... Hä? Ist da jetzt ein Anschluss? Nee, ich muss da... Moment. Was ist da jetzt drauf? Da ist ja eigentlich ein Anschluss drunter, oder? Nee, ich muss den Anschluss muss ich drüber machen. Okay. So, wie mache ich denn das jetzt? Energiebenutzer definiert. Moment, wie ist denn das da drüben? Ich guck mal, wie ist denn das da drüben gemacht? Ach, da ist dann außerhalb ein Anschluss. Okay, da ist wahrscheinlich so, dass innerhalb... Moment, raste kurz. Genau, unterirdisch ist es so und der Ausgang ist außerirdisch. Überirdisch wollte ich sagen. Okay. Ja, schauen wir mal. Das müsste so gehen. Machen wir die Anschlüsse eben überirdisch. Das ist ja auch okay. Also unterirdisch passt. Da müssen wir nur Zugangstyp Eingabe machen. Eingabe und nicht Gegenstandsfilter ist dann erschöpftes Mana. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich wollte eigentlich den... Eingabe? Achso, da brauche ich dann gar keinen Gegenstandsfilter, wie es aussieht. Okay. Was heißt NA? Spiel, warum ist das nicht übersetzt? Hm? Wie ist denn das da drüben? Das finde ich ein bisschen schade, wenn die eine offizielle deutsche Übersetzung haben und dann sind Teile nicht übersetzt.
Ja, Mana-Rohre nochmal kurz. So, da haben wir hier NA-Eingabe gereinigter Kristall. Was ja auch nicht stimmt, weil wir haben ja da keinen gereinigten Kristall. Ach so, Gegenstandsfilter ist auf alles gesetzt. Okay, gut. Ja, dann klicken wir das NA einfach an, was das auch immer bedeutet. Ich mache hier trotzdem nur Eingabe. Im Endeffekt, das kann ja eh nicht mehr rein, ne? Ja, da müsste ich einmal kurz auf Englisch umschalten, dann wüsste ich wahrscheinlich, was das NA bedeutet. So, die das Raster bitte ausschalten. Ich möchte das Raster bitte ausschalten. Ja, wow, ich bin zu verwirrt, um das richtig zu machen. Genau, und jetzt brauchen wir hier vorne Ausgänge. So. Das bitte ein Ausgabe, bitte, danke. So, genau. Kopieren, einfügen, 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 so. Wobei, da brauche ich ja eigentlich, ich meine, außer ich möchte die, ich könnte die natürlich jetzt auch unterirdisch bedienen. Oder das müsste jetzt eigentlich gehen. Wenn ich da jetzt, Moment, nochmal Mana-Rohre mache, aufs Raster gelegt. Ja, genau. Kann ich die hier, könnte ich die hier unterirdisch bedienen, ne? Ja, und so müsste das der Kreislauf eigentlich gehen. Genau. Da muss ich jetzt nur... Gut, das ist eh egal, weil die Mana-Anschlüsse, die sind ja eh außerhalb schon und so. Da müsste das eigentlich mit den Wasseranschlüssen... Achso, nee, bei den Gebäuden. Ich überlege gerade wieder bei den Gebäuden. Naja, okay. Schauen wir mal. Also theoretisch müsste das so passen. Die sind alle mit Ausgang. Und jetzt müsste ich nur da mal so Mana-Blöcke reinbringen. Warum habe ich... Achso... Ja, und das müssten wir hier auch machen. Genau, und dann solltet ihr theoretisch... Müssen wir nur hier irgendwie einmal kurz Sachen rüberbringen. Erschöpfte Kristalle... volle Kristalle. Wo waren die nochmal? Es ist wieder die übliche Suche nach den nicht erschöpften Kristallen. Ich glaube hier, oder? Ja, sieht gut aus. Das Lager ist natürlich trotzdem wieder sehr leer. Hatte ich nicht mal erwähnt, dass ich hier einen der Speicherbereiche auf Ausgabe deaktivieren stelle, damit ich zumindest immer ein bisschen was auf Reserve habe. Von denen wird wahrscheinlich Sinn machen, ne? So, einen Planwagen. Bitte einmal aufnehmen. Nein, Hallo? Ich möchte gerne, dass du... Achso, weil der jetzt... Achso, ja klar, weil der jetzt den natürlich auch wieder nicht aufnehmen darf. Ja, komm. Dann müssen wir das wohl nochmal umstellen. So, jetzt aber. Aufnehmen. Jetzt müsste ich schnell sein, aber kann ich natürlich nicht, weil ich nicht weiß, wohin. Wo sind wir denn hier? Ja, ich schaff's einfach nicht, meine Stadt im Überblick zu behalten. Ja, jetzt ernsthaft, wo ist denn das jetzt? Bin ich jetzt doof? Da ist das Bandding, das ist wahrscheinlich genau nebenan. Ja, jetzt ist natürlich schon wieder alles komplett. Ach Gott, komm. Ja, lass es. Wir müssen das anders machen. Komm, ich pack da eine Kiste hin. Eine Temporärkiste. Ah, jetzt, er hat sogar Sachen im Lager drin. Das finde ich gut. Da könntest du hier vielleicht da die richtigen Gegenstände rausziehen. Ich möchte, dass diese Kiste voll wird. Ja, passt. So, aber... Wo zum... Ach, das ist gen... Oh. Stimmt, das ist genau da drüben. Weißt du was? Komm, ich mache da kurz eine Temporärbrücke drüber. Damit sich der nicht so schwer tut. Ha, voll peinlich, weißt du? So, aufnehmen. Und einmal hier entladen. So.
Dann können wir das Ding einmal umdrehen. Und der Planwagen, sobald der da drüben ist, können wir dann auch entfernen. Theoretisch sollte sich das dann in Wohlgefallen aufteilen quasi. Ja, wow, 40 Minuten und wir haben Kleinigkeiten geschafft. Ach, ist so schön. Eigentlich mag ich das, wenn so Spiele so eher träge, aber trotzdem ganz gut dahin gehen. So, schau mal, hast du noch was im Lager? Ja, hast du noch. Sehr schön, dann kommt das nämlich hier rein. So, und jetzt darfst du dich wieder in Pension verabschieden. So, 1, 2. Oder? Erd. 1, 2. Ja, da, die Höhe. Müsste sein, ne? Ist das jetzt gleich hoch? Ja, müsste. Ja, und Klicks fressen kann das Spiel wie, weiß ich nicht was. Super. Verstehe ich einfach nicht, ja. Ganz ehrlich, also, dass ein Spiel dauernd so viel Klicks fressen kann. So, funktioniert das jetzt eigentlich? Oh. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Verbunden mit Auflader. Ach schade, komm, ich hätte gehofft, dass das funktioniert. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Mal schauen, Mana-Rohre. Im Untergrund. Wir haben da nichts drin. Achso, ich müsste da vielleicht Eingabe machen. Verbunden mit Mana-Anschluss, Zugangstyp oder Ausgabe? Ne, Eingabe müsste ich da wahrscheinlich machen. Okay, das ist echt noch ein bisschen... Oder Energie? Nee. Ich mach mal ein aus. Ist ja egal. Eigentlich muss es Ausgabe sein, oder? Boah, das ist... Ah, sorry Leute, das finde ich echt irgendwie ein bisschen... Ah, ja, weiß ich nicht. Also diese Rohre... Wenn man es versteht, ist wahrscheinlich richtig cool. Aber offensichtlich verstehe ich es ja nicht. Ich bin ja zu blöd dazu. So, aber wir haben diese Mana-Anschlüsse. Sind die falsch eingestellt? Muss ich da ein A drücken? Jetzt ist er... Nee. Und der ist wiederum leer? Wieso ist der jetzt leer? Hat es jetzt doch funktioniert irgendwie? 9 von 20, 1 von 20. Aber wieso ist der zum Beispiel komplett leer? Der ist komplett voll? Der hatte aber noch nie Steine bekommen. Warum? Die sind doch alle gleich konfiguriert, oder? Ach, weißt du was, komm. Hauen wir die nochmal weg. So, Mana-Anschluss. Brauche ich das überhaupt? Ich habe da drunter eh dieses Kreischen. Ja, aber da ist ja auch, da sind die sind als Ausgabe. Genau, das passt. Ja, muss ich da doch einen Mana-Anschluss machen? Na toll. Ja, und jetzt sind die aber falsch konfiguriert, weil die dürfen nur auf Eingabe konfiguriert sein. So, jetzt muss ich die Dinger da wegnehmen. Oh, Gegenstände, wo war das unter Werkzeug? Gegenstand aufheben, danke. So, jetzt ist das nur Eingabe. Also das sollte ja soweit passen. Gut, wisst ihr was, ich kann das auch, aber auch anders machen. Jetzt mache ich das wirklich einfach mit dem Rohr und fertig. Ja, dass wir hier kommen, die packen wir mal weg. Das mache ich da einfach. Rohre... Mana-Rohre hier. Gelände zu steil, das ist ja schön. Ja, aber komm, das muss doch irgendwie gehen. Ja,
Wenn ich das jetzt hier ranmache, so. Ja, aber da ist nichts drin, weil der natürlich die Ausgabe, da braucht er den Mana-Anschluss. Das ist die Frage. Aber der ist ja wohl da? Doch, der ist da schon verbunden. Zack. So. Dann haben wir da einen Mana aus... Ne, das ist ja... Ach Gott, den habe ich ja falsch hingedreht. Das ist echt, echt richtig komisch gemacht. Das tut mir furchtbar leid. Das ist echt komisch gemacht. So. Und das bitte ist kein Eingang, sondern das ist eine Ausgabe. So. Wenn ich da jetzt wahrscheinlich ein Rohr dran packe, wird es gehen, oder? Ja, das geht grundsätzlich. Aber wie bekomme ich die jetzt in den Untergrund? Ich möchte die ja in den Untergrund bekommen. Oder geht das gar nicht? Das muss ja wohl auch gehen, oder? Oder der packt die zwischendrin in den Speicher und da von da an fährt er dann im Untergrund wieder weiter. Ist das jetzt die Idee dahinter? Gut, kann ich natürlich auch machen. Ja, dann machen wir es so. Dann kommen die eben in einen Speicher, ein Lagersilo ran. Ach, ist das kompliziert. So. Ja, brauchen wir da noch einen Mana-Anschluss. Einmal rein. Was ist denn jetzt los? Sag jetzt nicht das. Ach Gott. Oh Mensch. Jetzt ist das Silo natürlich genau dann wieder auf... Ne, steht schon auf Feld, oder? Ja. So. Gut, dann einmal da ein Mana... Ne, nicht ein Mana-Rohr. Machen wir da einen Mana-Anschluss bitte. Rein damit. Und dann brauchen wir da Mana-Rohr noch hoch. Einmal in die andere Achse. So, und einmal wieder in die Achse. So, funktioniert das jetzt gut. Der hat jetzt Mana-Kristalle drin. Sind zugegebenermaßen jetzt blöderweise relativ wenig. Aber da ist schon... Ach so. Ach Mensch, ja, ich sehe gerade. Ich sehe schon. Ich habe da sowieso... Ach Mensch. Leute. Nee, das ist echt doof. Ich finde das echt scheiße. Ach, jetzt kann ich das wieder nicht verschieben. Boah, das ist so uncool gelöst mit diesen Rohren. Das, ich finde es ja wirklich schade, weil ich es eigentlich echt cool fände. Und vor allem, ich verstehe es nicht, weil da sind ja diese grünen Knubbel ja dran. Also warum kann ich da jetzt nicht einfach ein Mana-Rohr ransetzen? Das verstehe ich nicht. Weil das sind ja diese grünen Dinger sind ja da. Wenn ich da jetzt, was haben wir da? Verringere Cursor-Werkzeuggröße. Wenn ich da jetzt sage... Mach dann einen Anschluss. Mana-Anschluss auf Mana-Anschluss geht nicht. Und wenn ich da jetzt aber Mana-Rohr ranpacke, das hat ja auch nichts geholfen, ne? Nee. Aber wahrscheinlich... Ja, gut, komm. Ist egal. Ich reiß die jetzt weg. Ich klicke schon wieder ganz viel komische Sachen. So, weg damit. So, raste aus, weil sonst raste ich aus. Ich habe gesagt, raste aus, danke. So, dann das Ding 1 weiter nach drüben verschieben, oder eigentlich 2. So, dann den ganzen Spaß nochmal entfernen. Weil ich ja da so... Ja, okay. Warum ist da jetzt noch so ein Ding... Könnte das Silo aber auch einfach da nach unten setzen, oder? So. Ne. Also definitiv nicht meine Freunde, die Dinger. Definitiv nicht meine Freunde. Rohre. So. Jetzt passt's aber, oder? Ja. Jetzt habe ich natürlich wieder haufenweise Kristalle verloren, aber gut. Ist egal. Wir sind auf jeden Fall da jetzt glücklich, weil wir da jetzt schon den zweiten unserer Freunde haben. So. Oh, da wissen wir nicht, was wir da rausziehen sollen. Ja, das ist natürlich... Da müssen wir natürlich schon hier die Heiltränke rausziehen, ist ganz klar, ne? Genauso wie wir hier die Heiltränke rausziehen müssen. So. Und bekommen die jetzt genügend? Ja, das sollte eigentlich passen.
Ja, ich denke schon. Okay. Gut. Warum habe ich da jetzt eigentlich blaue genommen? Ja, komm, weißt du was, dann nehmen wir da auch blaue. Ist egal. Ich glaube, ich habe jetzt blaue Förderbänder eigentlich genügend. So, jetzt ist nur die Frage, wo verzaubern wir... Und ich hatte vorher da... Genau da, guck mal. Ich kann das upgraden. Das machen wir natürlich schon, oder? So. Tada! Ich weiß nicht, was ich da genau jetzt gemacht habe. Anzahl der verbundenen Häuser und Hausverbesserungen. Bedeutet, dass die Häuser jetzt Stufe 10 erreichen können, oder wie? Achso, die sind schon Stufe 10. Ne, 10 von 10. Ja, gut. So, ich wollte eigentlich genau das jetzt. So, da brauche ich jetzt wieder Medizinhütten. Wo packt man... Sollte man das wirklich... Ich glaube, ich packe das echt da hinten hin. Wobei eigentlich die... Achso, nee, das Dorfzentrum ist da. Genau, und da haben wir schon ausgebaute Doppelbrückeninfrastruktur, zumindest auf einer Seite. Moment, dann bauen wir hier auch noch Doppelbrückeninfrastruktur. Weil das wird dann von Wegen transportiert. Ja, manchmal nutze ich auch noch die Macht der Planwegen. So. Hätte ich zumindest hier jetzt vor. Da müssen wir immer schauen, dass die sich nicht gegenseitig dann im Weg stehen. Gut, ja, dann machen wir das einfach hier. Und ich reiß echt, ich müsste eigentlich echt die Hütte wegreißen, weil irgendwie... Wir haben doch eh von da genug. Ja, ich werde das... Komm, man muss sich auch manchmal trennen von Sachen. Ich werde die jetzt hier wirklich wegreißen, glaube ich. Weil es ist zwar schade, weil wir da im Bergbau sehr viel investiert haben. Ich meine, ich finde es eh nicht. Bergbauübersicht. Aber ich glaube, ich brauche... Gerade was Mana-Scherben betrifft, brauche ich, glaube ich, echt nicht so viel. Komm, ich reiß das weg. Ja. Wir sollen das jetzt noch schnell abholen alles. Das wird zwar jetzt ewig dauern, weil die natürlich jetzt schon voll kommen. Ja, da muss ich... Dann müssen wir da mal ganz kurz Einhalt gebieten. So. Schade, dann ist eine historische Lorenstrecke weniger. Ja, wir sind wie die Deutsche Bahn. Wir sparen einfach überall ein, wo wir können. Alles, was kein Geld bringt, raus aus dem Portfolio. So. Ja, dann bauen wir die doch da unten. Macht es dann Sinn, die... Ja, ich möchte es hier bauen, aber wir können ja dann per Band da hinten in eine Kiste bringen oder in ein Lager oder so. Das Lager kann ja dann hinten sein. So, wie lange dauert das noch? Ja, ein bisschen noch. Das Lager werden wir dann einfach... Warum haben wir da eigentlich dieses... Komm, ich baue das Lager dahin. So, und dann wird aber hier der Weg umgesetzt. Dann können wir da andere Güter auch noch ranziehen. So. Und eigentlich die... Ach Gott, okay. Nein, das Lager muss eins weiter nach draußen. Ach Gott, einmal kurz umsetzen. So. Bitte ein bisschen mehr Holz runter. So. Daran, damit wir da eine Doppelstraße dran packen können. Ihr wisst ja, wegen Platz und so, ne? So, und dann werden wir hier kurz gleich komplett aufrüsten und wir filtern das hier. Ich glaube nämlich, es reicht ein Slot Elixiere und die anderen lassen wir erstmal frei. Und dann könnten wir auch, glaube ich, trotzdem... Also die anderen beiden Sachen, die wir da oben machen, dann weglassen, glaube ich. So, aber jetzt erstmal... Das ist leer. Sehr schön. So. Du bist leer. Du bist leer. Glaube ich zumindest, ich habe jetzt gar nicht geguckt. So, ja, die sind alle leer. Also, hier wieder schön ran. So. Und wir haben wieder einige Schienen, die wir uns sparen. Wie gesagt, wie die Deutsche Bahn, ne? Schienen alle weg, weil bringen kein Geld. Was habe ich da jetzt weggerissen? Weiß man nicht. Ja, solange es nicht das Lager war, ist alles okay.
Ja, und vor allem, ich habe dann auch ein bisschen Platz gewonnen wieder. Muss man ja auch sagen, ist ja auch... Ich muss zwar nicht Platz, nicht extrem Platz sparen, aber naja. Und vor allem muss ich sagen, ich bin doch froh, dass ich das dann hier alles auf einer Seite habe. Diese Baugeschichte da. So, da ist noch eine Schiene, fliegt da noch rum. Sehr schön. So, ja gut, dann Medizinhütten. Da haben wir wieder das Problem, dass hier alles... Das ist immer so schwierig, wenn man so Maps hat, die einfach so kreuz auf quer alles irgendwie so schräg und schief und was weiß ich, was nicht alles ist. So. Ja, und klicksfressende Spiele mag ich ganz gern. So, einmal kopieren. Haben wir da Platz jetzt? Das müsste sich hier ausgehen. Und ich mache die gleich sicherheitshalber auf Höhe, dass ich nicht wieder auf die Idee komme, da mit Mana-Rohren zu arbeiten. Sondern diesmal mache ich das richtig traditionell, weil sonst muss ich leider mich übergeben und das möchte ja keiner. So. Was haben wir? Drei machen? Ne, wir machen nur mal zwei, oder? Wie lange dauert denn das? 10? Und einer kann maximal 5 Arbeiter, glaube ich, oder? Ne, 3, okay. Wie lange dauert das? 12, okay, also es ist sowieso so, dass ich im Endeffekt, gut, die würden schneller gehen, spannenderweise. Also ich glaube, ich müsste die nochmal erweitern. Meine dritte, ich lasse da mal die 2. So. So, kopieren. Wie war das? Wie lange brauchen die 6 für einen? Okay, also... Gut, aber ich brauche da 2 Kristalle, also wahrscheinlich. Ja, ich mach trotzdem 2. Geht das eigentlich so? Müsste das ja trotzdem gehen, ne? Oder ne, ging glaube ich nicht. Moment. Wie war mein Layout bei den Steinchen? Ich glaube, hatte ich da Abstand oder... Eigentlich vollkommen egal. Warum überlege ich mir so Sachen überhaupt? Ich mache einfach mit Abstand und fertig, ja? Sicher ist sicher. So. So, und die kommen da raus. Werden da vorne schön aufgeteilt. So, und wir bauen hier wieder mitten im Meer. Deshalb möchte ich, dass da schöne Pylone stehen, damit das ordentlich aussieht. Ja, manchmal, ne? Manchmal habe ich so Anwandlungen, ihr kennt mich ja schon. So. Achso, jetzt habe ich das natürlich hier wieder verpfuscht. Ist auch nichts Neues. So, und dann kommt da so ein Teiler her. Und dann schieben wir da rein. Schieber, Logikblöcke, Schieber. So, zack und zack. Dann kommt da einmal das leere Mana raus. So, also diese Wasser, erschöpftes Wasser. Kommt da raus. So. Ja, gut, dass wir mit Abstand gebaut haben, weil sonst würde das jetzt nicht gehen. So, und jetzt müssen wir schauen. Kriegen wir das hier irgendwo? Achso, das ist jetzt blöd, weil ich da jetzt natürlich... Ja, da bekomme ich jetzt das Bändchen, oder? Geht das noch durch hier? Ah, das ginge sogar. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ihr das da reinsetzt, aber gut. Normale. Ist das gut? Ja, sollte ich hier mal mit dem Schiffverkehr durch müssen, was jetzt eher unwahrscheinlich ist, muss ich eben da dann in die Höhe. Ich glaube nämlich nicht, dass ich irgendwann mal so Schiff-Dinge machen werde. So. Ja, ich fahre da ganz eng dran vorbei. Das sollte ja in dem Fall kein Thema sein. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Danke, Spiel, dass du mir wieder mal abgerutscht bist. Da sind wir, ne? Ja. So. Sind wir da schon richtig? Ne, noch nicht ganz. So passt's. Okay.
Ich könnte natürlich auch blau nehmen, aber ich nehme jetzt hier grau, weil es, glaube ich, echt keinen... in dem Fall echt nicht... Was? Ist zu hoch? Ach Gott. Ach Gott. Immer diese blöde Geschichte, wenn Dinge zu hoch sind. Mag ich gar nicht. Würde ich alles wieder wegreißen. So. Warum war das zu hoch? Habe ich mich da wirklich vertan? 1, 2. Ja, offensichtlich habe ich mich vertan. Okay, sorry. Ist immer, wenn man hier kompakt bauen will, wird man immer gestraft. So, jetzt aber, ne? Und einmal raus da. Ja, jetzt passt. So. Nein, nicht das Erschöpfte, sondern da kommen die Elixiere raus. Und einmal habe ich da jetzt was verbunden? Nee. Oh Gott. So, Elixiere. Gut. Ja, und dann müssen wir hinten noch rein. Einmal unten. Dann fahren. Ich fahre da jetzt bewusst ein bisschen weiter rüber. Wie gesagt, da machen wir vielleicht eine dritte Reihe noch ran. Ist ja die Frage, ob wir da unten dann rankommen. Aber die könnten wir eigentlich gleich... Weißt du was? Was machen wir anders? Thomas, oder wie? Ja, genau. So, Moment, ich möchte das trotzdem hier, dass das auf jeden Fall hier mal reingezogen wird. Genau. Aber das kommt jetzt wieder weg. Keine Angst. Ich wollte nur, dass die Sachen nicht verschwinden. Weil das macht ja keinen Sinn, dass ich die jetzt hier da so rüberziehe. Wenn ich die ja sowieso da unten brauche. So. Und einmal reinschieben mit einem Logikblock. So. Geht sich das aus? Warum ist denn der... Eigentlich das... Okay, das war jetzt blöd. Geht sich das aus? Nö. Das ist schade. Warum fahre ich da eigentlich oben? Ist ein bisschen komisch, ne? Da könnte ich eigentlich auch gleich... Könnte ich eigentlich auch gleich unten fahren, oder? Mit denen. Verstehe ich echt nicht, warum, dass ich da oben fahre. Achso, weil ich beim anderen auch oben gefahren bin. Na egal, komm. Nur weil ich beim anderen das gepfuscht habe, heißt nicht, dass ich das hier auch pfuschen muss. Also wir fahren hier gleich unten lang. So. Ich meine, ich ist beim anderen auch nicht gepfuscht, ja. So. So passt das gut. Einmal da raus. Nein, so raus und einmal so raus. So, und dann machen wir hier den Heiltrank. Und hier auch nochmal den Heiltrank. So. Gut, und dann, wie gesagt, das bewusst ein bisschen weiter rüber, falls ich da noch ein Hütchen dazu bauen will. So, jetzt muss ich nur Wasserkristalle irgendwo haben. Das hat jetzt echt lange gedauert, wieder mal, dieses Bauen. Aber dafür glaube ich, dass wir da echt auch wieder eine schöne... auch, wie man so schön sagt, skalierbare Lösung gemacht haben, die ich dann bei Bedarf schön erweitern kann, ohne dass das große Chaos ausbricht, ja. So, Wasserkristalle. Ich meine, hätte hier die Wassersteine, aber dadurch, ich brauche ja nicht permanent Wasserkristalle, ich brauche die ja nur ein bisschen. So. Das läuft, das ist voll, oder? Nee, das ist gar nicht voll. Das ist ja spannend. Das wird weniger. Muss ich da vielleicht... Naja, gut, ich kann da die Ernte vielleicht ein bisschen beschleunigen. Indem ich da einen gelben Münzverstärker hinzufüge, oder? Wäre das eine Idee? Ja, komm, ich habe so viele gelbe Münzen. Dass ich jeweils einen gelben Münzverstärker hinzufüge. Und ich sehe gerade, das ist ja Stein und keine von denen. Naja, okay. So, wo ist jetzt das Wasserding? Wo ist das Wasserding? Das ist das Feuerding, das brauchen wir nicht. Das Wasserding möchte ich eher gesagt. Das ist das Mana-Scherben-Ding. Will ich auch nicht. Ist das, nein, das sind nur Wassersteinchen. Was ist denn mit euch los? Was habt ihr für ein Problem? Und wisst ihr nicht wohin? Ihr hättet einen Weg zum Ziel, ihr müsst nur gucken, Leute. Na?
Wo wollt ihr denn hin? Ihr wollt da nach hinten, oder? Ja, das schafft ihr schon. Komm, ihr müsst nur ein bisschen euch bemühen, dann geht das schon. So, Wassertempel wollte ich eigentlich. Lass dich nicht ablenken, Cloud. Aber das kann ich so gut. Ja, eh, aber trotzdem, lass dich nicht ablenken. Da ist Wasser. Ja. So, wo ist der Wasserstein-Ding? Okay, da müssen wir nämlich hier jetzt... Ach, wir haben da sogar schon gespart, sehe ich gerade. Das ist ja schön. Jetzt ist die Frage, können wir jetzt von da... einen Planwagen... Kann der das? Nee, das geht ja hier wieder... Ach, das geht ja wieder nicht. Muss ich ja trotzdem in der Kiste rausziehen. So. So, jetzt, weißt du was? Jetzt aktivieren wir den einmal kurz. So, bis die Kiste voll ist. So, und jetzt deaktivieren wir das Lagerstück wieder. Das Ding drehen wir einmal. Oh, jetzt habe ich das. Ja, egal. So, kriegt der das auf die Reihe? Planwagen. Moment, müssen wir kurz schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Gut, theoretisch müsste der schon irgendwie müsste er schon rankommen. Vielleicht, ich baue ihm vielleicht hier noch eine Brücke rüber, oder? Da so eine Behelfsbrücke über dem Fluss. So. Aber wir müssen wohin? Wir müssen ja... Ach du Schande, wir müssen... Dahin? Nee. Da müssen wir hin. Ich habe da das noch nicht fertig gebaut. Sollte ich vielleicht noch fertig bauen. So. Gut, da ist eh auch schon eine Brücke, aber da kommen wir hier wieder über die Schiene nicht rüber. Doch, das müsste hier gehen. Ja, eigentlich müsste er es schaffen. Ist nur sehr weit. So, wir sind da drüben. Man merke da, wo diese lustigen Symbole sind. Das ist nur die Frage, wo war ich jetzt wieder gerade? Leute, wo war ich denn gerade? Boah, diese Map. Diese Map ist viel zu groß. Aber ich darf da gar nicht genau gucken. Ja, jetzt bin ich wieder da. Da, wo ich hin will eigentlich. Aber ich darf gar nicht zu genau gucken, weil in jeder Ecke, wo ich schaue, habe ich Probleme. Da bin ich jetzt blöd. Da? Nee. Da ist... Ich find's nicht. Wo ist diese Wasser? Ich müsste mit Marker oder so, muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwie... Wollte ich ja in der letzten Folge schon, ne? Schauen, ob ich irgendwie Marker setzen kann. Da ist Feuer, da wollen wir nicht hin. So. Da sind Mana-Scherben, da wollen wir auch nicht hin. Da ist jetzt die neue Fischding, da müssen wir hin. Die neue, Dingens. Da. Ich glaube, ich habe es gefunden. Okay. Aufnehmen. Turn hier einmal. Komm, ein bisschen ranzoomen, damit wir auch wirklich wissen, ob wir richtig stehen. Und dann hier entladen. So. Und ich glaube, ich muss da zumindest eine Rampe hochbauen aufs Haus, weil sonst kommt der da nicht ran. Gut. Ja, aber während der da fährt, muss ich ganz kurz wieder wohin. Ja, das ist, im Alter wird das immer schlimmer. Genau, also, guckt mal ein bisschen zu, ob der Wagen kommt. Bis gleich.
Hallo, ich bin wieder da. Ja, gut, es sieht so aus, als hätte der, war das der? Nee, der macht irgendwas anderes, oder? Was ist denn das jetzt für einer? Doch, das ist der. Ja, schön. Dann können wir den eigentlich gleich löschen. Sehr schön. Dann habe ich das ja zeitlich ganz gut hinbekommen. Wir haben jetzt, schauen wir mal, der hat jetzt 14 so Steinchen. Der hat auch schon, ja, dem fehlen die Steinchen. Gut, aber wie gesagt, theoretisch sollte sich das ja schön aufteilen. Schauen wir mal. Teilt sich das schön auf? Nee, natürlich wieder nicht. Gut, wir könnten denen jetzt einfach mal ein bisschen mehr Arbeit geben, weil die können ja sowieso mit 5 Arbeiter arbeiten. Achso, der hat schon 5 Arbeiter, sehe ich gerade. Okay. Gut. Ja, aber schön, dann haben wir jetzt echt diese Medizindinge auch. Das freut mich sehr. Und ich habe schon wieder sehr viel blaue Bänder. 999, das freut mich umso mehr. Aber dem fehlen sie immer noch. Ja, das ist wirklich ein bisschen blöd, weil sich die nicht gleichmäßig aufteilen. Es ist die Frage, reichen da jetzt diese Auflade überhaupt? Da habe ich jetzt fast die Befürchtung, dass die in dem Fall nicht reichen, aber ich habe noch Potenzial für einen dritten noch. Zur Not. Aber normalerweise müsste es... Ja gut, da kommt einfach zu wenig ran. Ja, die drei reichen nicht, das ist ja spannend. Aber sie stauen hier auch nicht, also... Habe ich da jetzt zu wenig Wasserkristalle vielleicht sogar? Eigentlich müsste ich da mit Teiler arbeiten. Ich dürfte ja nicht mit einem Schieber arbeiten, ich muss da mit Teiler arbeiten, glaube ich. So, ist besser, oder? Weil dann würde der die parallel auf beide aufteilen. Im System hätte ich ja genügend drin. Ja komm, ich mache noch einen dritten dran. Macht das jetzt einen Sinn? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber wenn ich einen dritten ran mache mit Tyler, dann müsste der doch in Wirklichkeit... So. Da ein Tyler und da ein Tyler. So. Ja, dann müsste der die schöne aufteilen auf diese drei und dann sollten die theoretisch dann das flotter machen. Ja, der wartet leider. Wie sieht es bei dem jetzt aus? Der wartet wahrscheinlich auch. Ja, ich müsste mehr Kristalle reinbringen ins System. Oder? Ja, das sind zu wenig Kristalle im System. Ich habe zu wenig Kristalle im System. Gut, jetzt ist eh wieder... Moment, ich muss eh erstmal gucken, dass ich die Sachen nachbaue. Also da haben wir 12... Also da brauchen wir auf jeden Fall 5 Stück von denen. Wo wir definitiv mehr Ding brauchen, ist hier. Mehr Power. Und wo wir definitiv noch mehr Power brauchen, ist hier. Ja. Medizin muss auf jeden Fall rausgepulvert werden, bis zum geht nicht mehr. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Dann haben wir zumindest von denen genug. Weil ich sag mal, mit 10 Arbeiter müsste der hoffentlich nachkommen, oder? Gut, der ist voll fast. Ja, also die beiden sind da gut ausgelastet. Ich glaube, Fischöl muss ich dann auch hier... Bei der bräuchte nur 5 Arbeiter. Ich glaube, Fischöl reichen erstmal 3. So, euch mangelt es jetzt an was? Natürlich an dem Zeug, okay. Ja, ich glaube, da muss ich dann eine dritte Hütte machen. Ja, stimmt, weil von denen brauchen wir ja sehr viel, haben wir ja gesagt. Da muss ich eine dritte und eine vierte Hütte noch machen. Aber dann befürchte ich, dass ich wahrscheinlich wieder zu wenig, der Bauernhof zu wenig liefert, oder? Ich mache mal nur eine dritte Hütte. C bitte. So, danke. Das sollte der Bauernhof dann noch genügend liefern können, vorerst, hoffe ich.
So. Einmal da das Brennmaterial reingeteilt und das Ding rausgeteilt. So. Eieiei. Ja, könnte. Also dann muss ich den vielleicht auch auf 5 stellen. Zumindest haben die Wasser automatisch, das ist das Gute dran, weil die am Meer sind. Gut, aber jetzt sehe ich schon, dass das Brennmaterial natürlich auch viel zu wenig. Ja gut, der Förster muss sowieso, weil der ist ja sowieso auch, komm, den packe ich mal auf 10, glaube ich sogar. Was mangelt's euch? Oh! Ah ja, das ist ja... Da hat ja mal wieder die Mana-Geschichte richtig gut funktioniert. Oh. Ja, warum teilst du das hier nicht auf? Habe ich da zu wenig? Oder teilt er das? Ist das... Normal muss der das ja wohl aufteilen hier, oder? Nee, der teilt das nicht auf. Geht das so? Funktioniert das so? Weiß nicht, ob der Teil auf Rohre auch funktioniert. Schauen wir mal, ob der jetzt nach oben geht. Ja, okay, der würde auf Rohre auch funktionieren. Okay, und ich dachte immer, bei Rohre geht das automatisch dann immer alles, aber offensichtlich ja irgendwie dann doch nicht. Habe ich da zu wenig Kristalle im System? Wahrscheinlich auch, oder? Gut, ich würde den mal liebend gern ein bisschen mehr Power geben. Sondern damit der die Steinchen dann ein bisschen plumpsen lässt. So, jetzt haben wir hier auch noch zu wenig Zucker. Gut, aber dann müsste 5 eigentlich reichen, oder? Aber wir haben ja immer noch zu wenig Fisch. Okay, ja, da... Oh. Wieso kann der die nicht, ja, weiß ich nicht. Und jetzt haben wir wirklich hier zu wenig von dem Zeug. Das ist eher nicht so schön. Jetzt habe ich echt zu wenig Kräuter. Ich weiß nicht, warum, dass er die Felder nicht ernten will. Jetzt habe ich echt zu wenig Kräuter. Obwohl die alle, ja, müsste ich vielleicht noch, na gut, ich kann die meisten hier auch nicht düngen. Ja, das ist natürlich eher kontraproduktiv, ganz ehrlich. Da muss ich wohl oder übel hier doch noch ein bisschen ranbauen. Ah, jetzt geht's wieder los. Aber trotzdem, das geht nicht, das muss permanent funktionieren, ja. Hm. Ah ja, das ist alles sehr schön. So, okay, mehr Kräuter brauchen. Aber ich wusste es eh. Kräuter wusste ich, dass wahrscheinlich der Knackpunkt hier ist. Und ja, mit Düngen wird es natürlich wesentlich besser gehen. Aber wie gesagt, ich will ehrlich gesagt hier nicht Dünger über die ganze Welt karren müssen. Sonst sind wir wieder da, dass ich ein Band für Dünger brauche. Ein weltumspannendes Band. Das will ja auch keiner. Oder wollt ihr das? Wollt ihr ein weltumspannendes Düngerband? Könnte das machen, ja. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. So. Einmal einen Brunnen. Habe ich eigentlich Brunnen? Wasser hast du aber genug, oder? Ja, doch, Wasser ist genug. Weil ich wusste, dass ich früher immer sehr viel mehr Wasser gebraucht habe, oder? Oder irre ich mich da jetzt? In den letzten Folgen irgendwie gefühlt, oder? So. Ja gut, da können wir eigentlich, ja. Müsste so eh auch gut gehen. Oder geht sich das aus? Nö, geht sich natürlich nicht aus. Achso, doch, geht sich aus. Ich muss nur den da machen. So, jetzt passt's. Okay. Gut, hier einmal bitte auf Maximum Power. So, und jetzt ist die Frage... Ich werde trotzdem das Bändchen, glaube ich, hier weltumspannend einfach oben drüber ziehen. Einmal oben drüber, bitte.
Also nicht weltumspannend, ja, keine Angst, Leute. Wird kein weltumspannendes Band. So, einmal nur da oben drüber, weil ich möchte die Produktion trotzdem da drüben haben. So, schaffen wir das? Kommen wir da drüber ohne das andere Gebäude? Oh, wir haben sogar... Okay, das ist ja spannend. Ich habe sogar auf das Gebäude draufbauen können. Ist ja noch schöner. So. Genau, da einmal quer rüber. Quer, bitte spiel quer rüber, würde ich ganz gerne. Manchmal, dieses Spiel. Ich liebe es, aber ich hasse es gleichermaßen, weil es manchmal so zickig ist. Guck dir das an, manchmal geht das, manchmal nicht. Mimimi, ich könnte mich schon wieder die ganze Zeit beschweren. So. Kollidieren wir hier jetzt mit Zucker? Nee, oder? Nee, geht sich gerade so aus. So. Weil, wie gesagt, ich möchte hier auf jeden Fall... Ach, jetzt sind wir da wieder... Okay, muss man nicht verstehen. Egal, ich möchte auf jeden Fall da ran. So. Das geht sich ja super aus. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem der Schieberthematik. Ich muss da auf jeden Fall... Ich hoffe nur, dass ich da genügend Holz dann habe. So, wie viel haben da noch Platz? Eins. Ich glaube, da haben wir nur noch zwei Platz, oder? Zwei, ja. Ein drittes wäre aber schon noch cool. Müsste ich nur das ein bisschen weiter rübersetzen. Wäre aber eigentlich eh kein Problem, oder? Theoretisch. Komm, ich setze das jetzt einfach wirklich weiter rüber. Ja, einfach mal wahnsinnig übertreiben. Das kann ich ja normalerweise immer ganz gut. Ich könnte es eigentlich auch direkt an diesen Rand ransetzen, weil da kann ich ja eh nichts mehr bauen sonst. So. Wahnsinnige Übertreibung. Das war falsch. So, da möchte ich ehrlich gesagt hin. Genau, weil dann haben wir hier auch gleich wieder Potenzial für weitere Produktionsstätten geschaffen. So, dann kann das weg und dann haben wir da noch für eine Hütte Platz. Es wird mir wahrscheinlich der Brennstoff ausgehen. Ich sehe schon kommen, dass der arme Förster alleine nicht mehr zurechtkommt. Dass wir eine zweite Försterhütte auch noch brauchen. Ja, und eigentlich haben wir jetzt sogar ein bisschen entflechtet, was ja gar nicht mal so schlecht ist. So, ja, dann bauen wir noch eine ran. Jetzt ist eh das Fischband... Nein, da unterirdisch muss das nicht sein. Ach Gott. So, jetzt ist natürlich das Fischband im Weg, aber... Naja, so... Da würde ich sagen, die bekommen ein Exklusivband hier. Von der anderen Seite gesponsert. Und eigentlich müsste ich das jetzt auch irgendwie so machen, dass wenn da... Dass ich da zumindest einen Schieber ranbaue. Moment. So, und alles, was da nicht reingeht, geht dann da weiter. Würdest du? Danke. So. Dann hier aufteilen. Einmal, zweimal, dreimal. Und hier rausziehen. Einmal, zweimal, dreimal. Arbeiter erhöhen. So. Weil das ist ja, das Fischöl ist ja das wichtigste Produkt. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Und eigentlich müsste ich da... Komm, ich arbeite da überall mit Schieber jetzt und nicht mit Aufteiler. Weil das Zeug muss weg. Ne?
So. Das Zeug muss ja einfach weg. Weil sonst kann der Nachschub, der von da drüben möglicherweise hoffentlich bald kommt, kann ja dann nicht verarbeitet werden, wenn das Zeug nicht weg ist. So, kommt da schon was? Ja, wunderbar. Wie viel haben wir da? Eh auch 10. Okay, sehr schön. So, Holz haben wir hoffentlich genügend vorhanden. So, jetzt müssten die eigentlich wirklich echt genügend Sachen haben. So, wir haben auch überall 5 Arbeiter. Gut, jetzt haben wir hier natürlich Apfelsaftprobleme. Wollte ich nicht hier irgendwie Platz lassen für... Ich glaube schon, ne? Haben wir wieder gut hinbekommen. So gut, aber der Apfelsaft geht eh so schnell, dass der... Weil ich brauchte einen Apfelsaft. Oh, aber ich sehe gerade, dass die sowieso voll sind. Na gut. Ja, und ich glaube, ich baue da jetzt gleich trotzdem noch so eine Hütte ran. Die ja sowieso das, glaube ich, brauchen. So. Also den bitte so hindrehen, genau. Macht zwar keinen Unterschied, aber naja. Mir ist lieber, die sind alle gleich gedreht. So, und Randa. Einmal hier geteilt. Dann müssen wir da vorne den Fisch noch, das Fischöl noch passend einrichten und dann sollte das eigentlich hier besser produzieren. Natürlich auch noch einen Output geregelt. So. Ah, die sind schon langsam. Spannenderweise haben wir hier immer noch das Kristallproblem. Also ich glaube, der dritte... Ja, weil immer noch der erste so viel drin hat von den Kristallen. Müsste ich wirklich mal... Ich lasse jetzt den ersten mal ausleeren hier komplett, oder? Machen wir das mal, damit die mal leer werden. Denn erst wenn der ganz leer ist, packe ich den Teiler wieder ran. Ja, vielleicht teilt sich es dann besser auf, weil ich möchte nicht nochmal diese blöden Wasserkristalle rüber transportieren müssen. So, jetzt ran da. Bist du auch leer? Noch nicht ganz. Jetzt aber. Also leer, der letzte ist noch drin, genau. Jetzt schauen wir mal, weil vielleicht teilt sich so dann besser auf. Aber jetzt haben wir wirklich offensichtlich von allen genug. Vorerst. Das ist übrigens ein seltsamer Fehler, dass manchmal das Ding da durchglitscht durchs Band, aber naja. Und ich sehe gerade, das ist ja auch voll. Das ist ja jetzt nicht so gut. Ja, dann müssen wir hier vielleicht, ich glaube, ein Planwagen müsste reichen, das Zeug aufnehmen und das wird verkauft in, wird denn das verkauft in der, ich weiß nicht, wo das verkauft wird, verdammt. Immer das gleiche Thema. Hier? Ja, genau, in der Apotheke. Ich könnte es natürlich auch mit dem Zug fahren lassen, aber nee. Das bringt der Planwagen, komm. So, aufnehmen und in die Apotheke entladen. Ich glaube, einer reicht da doch nicht. Vielleicht sollte ich doch einen zweiten. Ich mache einen zweiten noch, komm. Oder habe ich schon was Besseres? Ich hätte ein Luftschiff, hätte ich schon, oder brauche ich einen Dock? Haben wir schon mal ein Frachtschiff, wäre vielleicht auch eine Idee. Leistungsfähig ist, viele Gegenstände tragen kann. Ich könnte natürlich auch mit einem Frachtschiff von hier darüber düsen. Ich meine, eigentlich, ja, aber es ist nur die Hochschulbahn dran und die Hochschulbahn hat nur Hochschulbahnmaterial. Und die Dinger. Stimmt, ich habe ja genau diese anderen Teile, habe ich die schon? Doch, die nehme ich schon mit, die anderen Kristalle, ne? Das sollte passen eigentlich. Haben wir zumindest in der Apotheke sehr, sehr schön verkauft alles. Ja, dann haben wir noch so Halsketten. Aber habe ich nicht sogar die auch schon irgendwo vorbereitet? Weil die sind ja jetzt nicht so schwierig. Da brauche ich ja nur so komische... Die, glaube ich, wäre noch easy. Die kann ich jetzt locker noch unterbringen.
runter. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich könnte das Lager natürlich jetzt größer machen, aber das bringt ja auch nichts. Und ihr seid echt zu blöd. Ihr seid echt zu blöd und bringt das nicht auf die Reihe. Ja, komm, dann entlädt das bitte wieder. Vielleicht schafft es einer von den anderen, dass er den richtigen Weg findet. So. Nö, offensichtlich ja nicht. Wieso schaffen die das jetzt nicht mehr? Habe ich irgendwas an den Wegen geändert? Habe ich ja wohl nicht. Ach komm, entlade das bitte. So. Weißt du was, es reicht, ja. Gut, dann bringst du das einfach ins Hauptlager rüber. Ist ja okay, und dann packen wir von dort eben einfach. Da müsste es ja eh auch welche geben, die das darüber bringen, oder? Ist das das? Ne, das sind die Schienen. Ne, da geht witzigerweise nichts rüber. Okay, na gut, egal. Da müssen wir eben noch welche machen. Na gut. So. Wobei graue Förderbände ja eh auch okay sind. Weil die kann ich ja eh auch brauchen. So. Aber ich wollte ja eigentlich was anderes machen. Ich kann mich ja gar nicht mit diesen ganzen Dingen beschäftigen. Habe ich eigentlich... Ach stimmt, ich wollte da oben irgendwas blau machen, ne? Genau, stimmt. Die Mana-Kristalle, die spannenderweise gar nicht mal so viel sind. Warum habe ich so wenig Mana-Kristalle? Sollte ich vielleicht nochmal kurz gucken, ob da nicht irgendwas an der Produktion falsch läuft. So, ich pack mal bis 800 oder so. Damit die wieder schön zum Arbeiten haben. Ja, komm, machen wir mal bis hierher. Zack. So, ich hoffe nur, dass ich die ganzen anderen jetzt nicht verloren habe. Aber ich normalerweise lege das ja in irgendein Band, legt das ja dann immer hin. Und ich habe zu... Was? Ich habe zu... Warum habe ich zu viel Kuchen? Ist dieser Zug schon wieder stehen geblieben irgendwo? Du wirst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich zu viel Kuchen habe. Wo ist dieser Zug? Da ist er. Doch, offensichtlich. Moment, nein, das gibt's nicht. Komm, warte mal. Wir haben zu viel Bärenkuchen. Wieso? Das gibt's doch nicht, dass wir zu viel Bärenkuchen haben. Sind die Leute so gut genährt? Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ja, wir haben zu viel... Echt jetzt? Keine Bärenkuchen mehr? Nö, ich glaube, dass der Zug dir einfach nicht mehr mitnimmt. Kann sein, dass du einfach nicht mehr mitnimmst. Bärenkuchen. Okay, das muss ich jetzt kurz überprüfen. Er müsste hier stehen bleiben. Doch, nimm er mit. Okay. Ja, weil er ist zu langsam mittlerweile schon, weil er einfach so groß ist. Das ist offensichtlich das Problem. Ach, der End. Ach, du Schande. Ja, okay, ich sehe gerade. Wir machen da einen richtig doofen Fehler. Weil ich habe da noch einen Schienenentlader. Warum? Moment. Was muss ich da eigentlich reinladen? Ja gut, das ist natürlich saudoof, wenn ich hier einen Schienen... Ach du Schande. Ja gut, ich nehme da ja gar nichts raus. Ich sollte da eigentlich nur wieder Kohle reinladen, weil mehr brauchen wir ja nicht. Ach du Schande, okay, ja, dieser Schienenentlader, der hat echt das Problem, dass wir jetzt dadurch da alles rausgezogen haben und dann beim nächsten wieder reingeschoben haben. Also es war jetzt eine unendliche Loop und wir haben quasi nie was von dem Zeug in Wirklichkeit. Ja, wow. Wie ist das eigentlich passiert? Ist das automatisch passiert, als ich beim Vorbeifahren... Wahrscheinlich ist das passiert, als ich... Ja, nämlich hier auch, seht ihr das? Boah, ist das scheiße. Ich glaube, das ist passiert, als ich die goldenen Schienen gesetzt habe, oder? Moment, muss ich mal kurz gucken, wenn ich da jetzt...
Ja, verdammt, der setzt die neu, wenn ich, ach Mensch. Wenn ich goldene Schienen setze, baut der diese Default-Lader und Endlader wieder ran. Ach du Schande, okay. Gut, das bedeutet, meine Menschen waren jetzt kurzfristig sehr unglücklich. So, aber jetzt werden sie wieder glücklich. Boah, jetzt werden sie wieder richtig glücklich. Was die jetzt wieder an Sachen bekommen. Guck mal, wie zufrieden sie jetzt sind. Sie haben wieder manche haben wieder Bärenkuchen. Boah, das ist ja echt bescheuert. Okay, das finde ich jetzt richtig schlecht. Dass wenn ich da die goldenen, also wenn ich die Schienen upgrade, dass der dann zufällig, wie er Lust hat, das ist nicht zufällig, sondern bei jeder Station, wo noch kein Schienen-B- oder Endlader dran ist, dann einfach einen setzt. Jetzt muss ich da leider überall gucken. Nicht, dass ich da jetzt irgendwo mit den Bahnhöfen da wieder irgendwo eine Geschichte habe. Boah, ja, das sind schon Sachen, das dürfte eigentlich nicht passieren. Ja, und zack, auf einmal haben wir wieder voll glückliche Bürger. Das war ein Versehen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Auf einmal sind die wieder zufrieden. Wer will denn sowas? So, okay. Boah, wie doof. Nee, das ärgert... Also, das finde ich jetzt echt... Das finde ich low. Voll low finde ich das. Offensichtlich produziere ich hier echt zu... Ich glaube aber, dass ich jetzt diese, ganz ehrlich, ich werde das jetzt wegreißen, weil die brauche ich dann nicht mehr. Ich habe jetzt die guten, ja. Also ganz ehrlich, die kann ich dann definitiv wegmachen. Wobei man natürlich jeglichen Überfluss eigentlich ja wegbringen soll. Aber normalerweise so viel Überfluss haben wir ja da gar nicht. Es ist ganz selten, dass wir da überhaupt Überfluss haben. Und ich wollte ja eigentlich die Schienen fertig überprüfen, ich weiß. Naja, gut. Das sind wohl so Sachen, die nicht ideal laufen manchmal. So, jetzt muss ich aber wirklich trotzdem nochmal kurz gucken. Nicht, dass ich da irgendwo nochmal sowas habe. Also die sind ja eh alle schön gefiltert. Seht ihr, deshalb ist eigentlich echt wichtig, dass man auch die Sachen immer schön filtert. Sonst habe ich eigentlich eh noch nirgendwo goldene Schienen gebaut, oder? Und schon werden die viel zufriedener wieder. Gut. Ah, Drama abgewendet. Sehr schön. So, da ist eh nichts mehr drin. Dann kannst du eigentlich jetzt hergehen und dann wirst du jetzt hier das Zeug aufnehmen und auch in die Apotheke bringen. Die Apotheke ist hier. Ist das die Apotheke? Das müsste die Apotheke sein. Genau, einmal hier entladen. Danke. So, und selbiges können wir in Wirklichkeit auch mit der Kiste machen, sobald da der kommt. Ach, wie schlimm war das denn jetzt bitte? Und ich habe 1000 goldene Schienen. Ja, komm, dann ersetzen wir die gleich nochmal alle. Diesmal aber mit aufpassen. Ich habe doch irgendwo... Stimmt, da habe ich nochmal ein Schienennetz gefahren. Da habe ich nochmal aktualisiert, aber da ist, glaube ich, eh nirgendwo ein Bahnhof dabei. Das sind nur hier diese Entladungsteile. So. Gut, das ist eh normal. Das bleibt eh, wenn schon da ist, bleibt es ja zum Glück. So. Einmal in die Richtung. Ah, Schienen. Muss das sein, Schienen? So. Einmal darüber und einmal hier geradewegs. So, jetzt haben wir die Strecke begoldet. Haben wir da auch noch so eine Schienenstrecke, die noch begoldet werden muss. Und Achtung, hier haben wir wieder die Gefahr eines Dramas. Ja, seht ihr? Weil der einfach meint, er muss hier das Ding dazu packen. Spiellogik, das macht keinen Sinn, was du da machst. Aber ich gebe doch nur mein Bestes. Ja, ich weiß eh, aber es ist in dem Fall nicht gut genug. Nur wenn man sein Bestes gibt, heißt das nicht, dass es gut genug ist. Es ist zwar schön und lobenswert, ja. Aber
es ist nicht automatisch sinnvoll. Ne? Das ist ganz wichtig. Ach, seht euch das an. Ach Mensch, jetzt setzt ihr auch an Gebäude, die an den Schienen sind, diese Dinger ran. Oh. Das ist ja doch bitte furchtbar, oder? Vor allem da habe ich jetzt ein Riesenproblem, weil da komme ich nicht mal ran. So. Oder hat er jetzt noch mehr gesetzt? Nee, zum Glück. Ja, deshalb eigentlich blöd, wenn man Schienen hat. Man muss, sollte die wirklich immer abseits bauen. Zum Beispiel auf einer Hochschulbahn. Ja? Hatte ich ja doch das richtige Konzept gefunden für meine Stadt. So. Warum ist diese Schienenstrecke eigentlich so lang? So, habe ich jetzt irgendwo noch eine normale Schienenstrecke? Ich glaube ja nicht, oder? Ah, okay, der ist da. So. Dann wirst du jetzt auch noch die da nehmen und rüberbringen. Jetzt haben wir definitiv genug. So, die Leute müssten eigentlich massiv glücklich sein. Aber ich mache diese Ketten jetzt auch noch, weil, wie gesagt, die sollten eigentlich gar nicht so schwierig zu produzieren sein. Hatte ich nicht sogar irgendwo das schon angefangen? Okay, da sind Rohre. Das ist schön. Ich sollte die eigentlich irgendwo machen, wo ich Steine habe. Steine und Eisen. Das wäre doch eine Idee für die Eisenstadt. Ja, im Burgenland. Kennt ihr Eisenstadt Burgenland? Nee? Okay. So, du kannst weg. Wäre eigentlich eine Idee für hierfür. Wobei, da habe ich keinen Stein. Nee, wo war Eisen City neu? Hatten wir auch irgendwo. Da wäre das gewesen. Und da hätte ich dann nicht sogar Stein irgendwo? Nee, ich glaube, da habe ich keinen Stein. Da sind Mana-Scherben. Mana-Scherben, es gibt sehr viel Mana-Scherben, aber irgendwie wenig klassische Ressourcen. Hier gibt es echt viel Mana-Scherben. Ach, da habe ich Stein. Fahre ich sogar schon rüber? Weil ich die ja eh für die Schienen brauche. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde das hier einfach dazu packen, oder? Das ist zwar schwierig, weil die dann von hier wieder alles rüber transportieren müssen. Oder ich mache das so, dass ich die im alten Gebiet mache. Muss ich mal schauen, wie weit, also falls ich es finde, da. Wo sind da die nächsten Steine? Ach, da wäre eh auch hier ein Steinbruch. Ja, ganz ehrlich, da mache ich das eher hier. Habe ich da nicht sogar schon? Ach stimmt, ich habe ja eh schon polierte Steine. Ja gut, und übrigens, wenn wir schon mal Zufriedenheit kommen, Bevölkerungsstufe nach oben. Ich habe da ja eh schon polierte Steine reingepackt. Also im Endeffekt habe ich das ja hier sogar schon schön vorbereitet, merke ich da gerade. Da brauche ich nur mehr noch Eisen. Da, was haben wir da eigentlich? Zahnräder und so? Ja, aber dann nehme ich da einfach das her. Komm, die kann ich... Ah, das ist jetzt schade, weil ich da noch so viel drin habe. Weißt du was, ich werde jetzt hier mal kurz doch das einmal noch aktivieren. Mit der zumindest, ja, aber ohne, dass der da am Rand. So, das machen wir weg. Ich möchte nämlich ehrlich gesagt nur, dass die Zahnräder, dass ich die nicht umsonst habe. So. Ah, ich sehe gerade, ich habe ja da eigentlich gar kein Eisen mehr. Da ist ja nur mehr noch unterirdisch Eisen da. Aber gut, ich brauche von den Halsketten. Ja, das Schöne ist, ich würde da halt... Gut, aber ich brauche das. Da braucht man nicht so viel Ressourcen in Wirklichkeit. Ja, ganz ehrlich, diese zwei polierten Steine und das Eisen, das schaffe ich hier schon noch irgendwie raus, ne? So. Nur das Problem, dass ich hier natürlich dann wieder... Ach, verdammt. Warum mache ich das jetzt nochmal? Ach ja, weil ich... Ja, eigentlich ist es jetzt voll doof, was ich gerade mache, oder? Ja, komm. Einer darf. So. Wie gesagt, dass zumindest diese Ressourcen wegkommen, die da noch liegen. So. Maximum Power. Gut, und dann brauchen wir da nebenbei, was willst du da von mir? Einen Verzauberer. Gut, die können wir da eh schön daran packen dann. Haben wir wieder unser Standard-Verzauberer-Layout. Verzauberer. So.
Unser Standard für Zauberer-Layout kommt da einfach so ran. Zack und zack. In der Mitte das Band, das die Bändchen hier macht. So, genau. Und hier einfach mal, ja, bitte einmal da so Schmuckdinger, Halskettchen. Genau, und du darfst das Gleiche machen. Müssen wir nur natürlich blöderweise so Steine. Also da brauche ich dann wieder drei. Moment, da gucke ich gleich bei den violetten Steinen, dass ich die gleich einlagere, sofern ich die noch nicht eingelagert habe. Ne, das sind Bärenkuchen, das ist was anderes. Aber ich habe jetzt echt, ich habe echt eine riesengroße Anzahl an Kuchen. Also da bin ich jetzt echt schockiert, dass ich viel zu viel von den Kuchen habe. So, die violetten Dinger sind jetzt wo? Die müssten da sein. Yep. Haben wir da schon was eingelagert? Ja, da haben wir schon was eingelagert. Das ist schön. Aber bringt mir eigentlich nichts, weil ich brauche es ja in der Kiste. So. Damit das zumindest schon mal sammelt. Und ich bin da. So, wir brauchen Pferdzauberer. Habe ich schon mal gesagt, dass es schön wäre, wenn es hier sowas wie Blaupausen gäbe? Also Auflader, nicht Verzauberer. Auflader. Ich mache da wieder drei Stück. Ob ich es brauche, keine Frage. Keine Ahnung, wollte ich sagen. Keine Frage. Ja, wow. Aber ich mache es trotzdem. Es könnte auch sein, dass zwei reichen, aber naja. Ihr wisst ja, so einmal so, dann einmal so und einmal so und einmal so und einmal so, damit sich das schön aufteilt. Das leere Mana kommt da raus. Das ist die erschöpfte Erde. So, da oben kommt dann, also auf richtiger Höhe. Nee, eins, zwei, auf der Höhe. So. So, bist du jetzt fertig hier? Ja, sieht gut aus. Also nee, der baut noch. Na gut. Auf jeden Fall kommt da ein Lager hoch. Vielleicht sollte ich mir da wirklich irgendwie mit Luftschiffe überlegen, dass ich die ganzen Dinge, die jetzt so fern sind, mit Luftschiffe wegtransportiere. Ich glaube, ich bin da schon wieder zu hoch, oder? Nee, passt. So, dann, nein, nicht erschöpfte Erde, da kommen die Halsketten raus. Ja, und hinten rein ist eigentlich ganz einfach. Das klingt so falsch, ich weiß. Kommen nämlich nur die bereits vorbereiteten Rohstoffe von da drüben. Nämlich einmal die polierten Opale. Bitte mach doch einfach nur das Förderband ganz lang, das Förderband ganz lang. Manchmal frage ich mich, wie ich das geschafft habe, dass ich da überhaupt weltumspannende Förderbänder gemacht habe mit denen. So, machen wir blaue. Ja, komm, machen wir blaue, ist egal. Oh, das ist sogar perfekt die richtige Höhe. So, und da kommt ein Schieber ran. Weil ich es kann, kommt da ein Schieber ran. So. Ja, wow, lag, okay. Ja, und Eisen kommt dann von denen. Kommt dann da ran. Sobald die da fertig sind. So, du bist fertig, also weg mit dir, weg mit dir. So. Du bist auch fertig, also weg mit dir, weg mit dir. Dann kannst du, jetzt haben wir da natürlich sehr viel Eisen drin, das ist jetzt nicht schön. Das muss natürlich schon noch entfernt werden. Kann ich das noch entfernen? Nee. Wobei, da muss ich einfach beim Lager, Moment, das wird dann Ausgabe. Kann ich das nicht auf Lager umstellen? Moment, da muss ich da das Ding jetzt und jetzt müsste es Lager sein und jetzt müsste ich das auch rausziehen können, oder? Ja, Eisen. So, sehr schön. Gut, das ist jetzt eine unendliche Loop, was ich jetzt gerade produziere. Das ist nicht so klug.
So, das haben wir alles weg. Das ist sehr schön. Also weg mit dir. Du nutzloses Gebäude. Nee, stimmt nicht. Das Gebäude war sehr nützlich. Sehr viele Jahre hinweg. Ne? Darf man sich jetzt echt nicht beschweren. Das hat mir gute Dienste erwiesen. So, das kommt weg. Das passt. Dann müssen wir jetzt nur noch schauen, dass wir die Opale... Und ganz ehrlich, das ist wesentlich schneller und einfacher gegangen als... Gut, wir müssen noch einmal die Steine rüberbringen, aber dann haben wir es. So, da aufwerten. Ich limitiere das trotzdem wieder, weil wir brauchen nicht so viel von dem Zeug. So. Weiß ich zwar nicht, warum, dass ich das Lager dann immer so upgrade. So, und da oben sollten wir noch sagen, dass wir da auch was rausziehen wollen aus dem Lager. So, und dann einmal den Luftikus-Äther, der da drüben möglicherweise... Nein, da nicht. Da ist der Luftäther. Einmal mit dem Planwagen im Gepäck. So. Moment, jetzt drehen wir uns da gleich in die richtige Richtung, dass ich das... Wo ist das zu finden? Da nicht. Das müsste da... Nein, da auch. Doch, hier ist es. Okay. Damit ich das auch immer schön finde, ne? So. Also einmal hier aufnehmen. Und darüber karren. Und zwar in die Hütte rein. Entladen. So, ich hoffe, du schaffst das zeitlich. Also nicht zeitlich, sondern wegtechnisch. Zeitlich wirst du es ja wohl schaffen. So, fährt er los. Ja, losgefahren ist er, also ist nicht so verkehrt. So, und jetzt einmal bitte hier wieder rein mit dem Zeug. Da muss man den Greifer da wegpacken. Müssen wir den Greifer hier in die Richtung packen. So. Okay. Passt. Ja, gut. Hätten wir das auch erledigt. Das ist schön. Es ist so schön, dass wir diese Äther so in ausreichenden Mengen haben. Könnten wir sogar weit mehr in Wirklichkeit weit mehr transportieren. Müsste ich mehr Waggons anhängen. So. Ich wollte eigentlich da hinten gucken, wann der kommt. Da können wir gleich auf 5 Produktion umschalten. So, und dann brauchen wir aber hier noch einen Wagen, der sich hier irgendwie durchschlängelt. Oder ich könnte das natürlich in... Ah, Sian, auf einmal reichen. Okay, jetzt könnte ich einen der Wagen vielleicht entfernen. Weil die hier, an was mangelt es? Ach, jetzt mangelt es wirklich an Fischöl. Oh, ich sollte hier vielleicht ein bisschen mehr Power geben. Weil natürlich, wenn der keinen Fisch bekommt, kann er nichts machen. Ja, da ist jetzt wirklich noch die Frage. Ich könnte jetzt anstatt dieses Lager, könnte ich das natürlich in das Lager rüberbringen. Aber andererseits... Ja, komm. Was? Komme ich da durch? Nee, jetzt ist hier blöd. Normalerweise habe ich überall so, dass man schön durchkommt, aber da wieder mal nicht. Außer da unten würde ich noch durchkommen. So, oder? Geht das noch? Ja, schön. So. Und wir produzieren! So, hast du noch Sachen? Nee. Dann kannst du nämlich gleich hier die Dinger aufnehmen und... Nee, Moment, ich muss zuerst gucken, wo ich die hinbringen muss. Muss noch schauen. Weil die müssten dann wahrscheinlich hier in den Juwelierladen, oder? Hochwertige Waren, genau. Schaffen wir. Also dann einmal du hier. Bist du voll? Ja, nicht ganz. Okay, einmal. Nein, nicht entladen. Komm. Bitte, deine Aufgabe ist aufnehmen und dann darüber bringen. Falls sie den Auftrag annehmen. Moment, ich bin sehr... So, entladen. Eigentlich müsste ich der Hochschulbahn wirklich noch 4... Wegen anhängen, damit wir mehr von diesem Ätherzeug mitnehmen. So, hast du jetzt mehr Spaß?
Achso, der ist ein bisschen zu langsam. Da packen wir vielleicht doch 5 ran. Und ich sehe gerade, wir können aufs neue Technologielevel. Erzplatzierung, sehr schön. Feuerverstärker, Wasserverstärker, Erdverstärker, Luftverstärker, Mega-Ladestation. Ach du Schande. Okay, das kann ich. Das Tolle ist, das kann ich gleich alles erforschen. So. Jetzt kann ich wirklich fast alles erforschen. Bis auf die Erzplatzierung, weil da habe ich zu wenig violette Münzchen. Was bekomme ich bei hochwertigen Waren? Sind das blaue oder violette? Ich glaube blaue, oder? Nee, violette sogar. Aber nur 15? Echt jetzt? Gut, weil die so easy zu produzieren sind. Ja, aber alles in allem, die Leute sind alle sehr zufrieden. Ach, und ich sehe gerade Technik Level 10. Ah, da muss ich Omni-Rohre produzieren. Hab ich echt nur 60 von... Ich habe doch mehr Omni-Rohre produziert, oder? Sind da echt nur 60 drin? Achso, ja, weil wahrscheinlich mehr habt ihr nicht produziert. Okay. Gut, da müssten wir dann eigentlich hergehen und hier Wasser, Feuer, Erde und Luft reinpacken. Da ein bisschen Mana-Kristalle reinpacken. Gut, wobei brauchen wir eigentlich nicht, weil die werden ja eh... Oder? Ja, da kommen 1 zu 1 die wieder raus. Also von dem her wäre das eigentlich okay. Könnten wir die Hochschulbahn natürlich noch erweitern. Schüttgutwagen. Holzlore. Ja, Holzhannelore brauchen wir keine. Wie war das jetzt nochmal mit den Luftschiffen? Moment, Luftschiffe. Jetzt schauen wir mal. Ich probiere das jetzt mal. Ja, Luftschiffe. Ach, und ich sehe gerade, Omnisteine muss ich ja sowieso auch produzieren. Also es würde dann in einem gehen. Luftschiff. So, Luftschiff bräuchten wir bei Gebäude, glaube ich. Boah, wie war denn das? Ich habe keine normalen Ziegelsteine mehr. Du wirst mich doch verarschen. Warum habe ich keine normalen Ziegelsteine mehr? Das ist jetzt... Moment, das muss ich mir kurz irgendwie zu Gemüte führen. Ich habe keine normalen Ziegelsteine mehr. Wo kommen wir denn da hin? Wo waren denn die? Das große Suchen, wieder mal. Gut, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich meine, warum denn auch nicht? Komm, hier Steinbruch. Ne, ein Bergwerk möchte ich eigentlich. Wo ist denn ein Bergwerk? Da einmal ein Bergwerk. So. Packen wir da mitten rein, damit das hier schön alles mitnehmen kann. So. Daneben kommt ein Steinmetz. Ich drücke immer die falsche Taste, warum auch immer. Liegt vielleicht am Faktorio, ich bin mir nicht sicher. Also ein Steinbruch. So, den packen wir da unten hin. Der dann einfach Ziegelsteine bastelt und die wiederum kommen in ein schönes Lager rein. So. Dann hätten wir das Thema vorerst mal erledigt. Vielleicht, gut, die müssen jetzt nicht arg schnell produzieren. Mir geht es rein nur darum, dass ich möchte nicht Ziegelsteinmangel haben. Also das ist ja echt bitter. So, komm. Weißt du was, wir machen doch 10 und 5. Gut, ist glaube ich fast zu viel. Ja, da würde 8 und 5 wahrscheinlich reichen, oder? 5 und 5? Er braucht 4 Sekunden für 2 Steine. Und er braucht alle 4 Sekunden 3 Steine, also muss ich da wahrscheinlich... Also da haben wir 5 Arbeitsschritte, da haben wir nur 3. Na komm, machen wir so. Ja, ist eigentlich voll übertrieben, aber hey, egal. Was wollte ich eigentlich machen? Genau, ich wollte Luftschiffe mir ansehen. Luftschiffe. So, nicht B drücken. Für die Luftschiffe ist es nämlich dann so, dass ich hier auf jeden Fall die Dinger...
Weil wenn die Luftschiffe frei in der Luft rum... Oh, was ist da? Ach, neue Forschung. Ja gut, Megaladestation und Erzplatzierung. Komm, wir machen mal die Megaladestation. Brauche ich zwar nicht, aber ist egal. Und Luftschiffe. Ja, toll. Würdest du das bitte lassen? Danke, Spiel. Würdest du bitte das Ding... So, hochwertige Waren. Schule, Sägewerk, Schneider, Steinbruch, Schmiede, Küche, Fischerei, Bergwerk, Dampfmaschine, Brunne, Wasserpumpe, Labor, Magieturm, Kiste, Luftschiff-Dock. Ermöglicht Luftschiffe, Ware viel schneller zu übertragen. Ja, aber wenn ich jetzt ein Luftschiff... Moment, ich baue jetzt mal ein Luftschiff. Kann ich das Luftschiff auch... Ach, das würde ja auch so gehen, oder wie? Okay, das würde auch so gehen. Ich brauche also eigentlich... Aber das Problem ist, ich kann jetzt hier... Eingabe... Ist erlaubt, Ausgabe ist nicht erlaubt. Das bedeutet aber, dass das Luftschiff das auch nicht abholen kann. Das ist immer ein bisschen, das ist immer ein bisschen doof, weil Eingabe bedeutet einfach, dass ich die nur jetzt als, so was haben wir da jetzt, inaktiv. Das hilft mir in dem Sinn eigentlich relativ wenig. Muss ich sagen. Wobei wartet, ja, der wartet drauf, ne? Muss ich echt die Dinger vielleicht wirklich ein bisschen... Ah, warum habe ich da überhaupt so ein Lager dann? Ja komm, ich mach das mal weg. Weil es hilft ja eh nichts. Und ich könnte jetzt hier natürlich hergehen. Und dann sagen, du bringst das dann... Boah, das Luftschiff hat richtig viel. Ich meine, komm, ich... Nee, stopp, weg mal. Ich möchte das jetzt filtern. Wir machen da einmal... Da machen wir... Also von jedem Kristall eines, ja? Vorher... Nein, stopp. Jetzt steht das Ding wirklich da. Würdest du bitte... Hallo? Du doofes Luftschiff. Hallo? Lass das. Weg hier. So. Mach bitte jetzt nix, okay? Keine Aufgabe. So, leeren, weg. Keine Aufgabe, danke. Hey. So, Feuer, Wasser. Erd und Luft. So. Also, du kannst hier mal aufnehmen. Das wird jetzt richtig lustig, das so zu planen. Und dann lassen wir das Ding einfach mal rumfliegen überall. Genau, dann kannst du hier aufnehmen. Nee, können wir nicht, weil wir die Sachen nicht drin haben. Ja, komm, lass mal. Bitte, nein. Oh, könntest du das einfach lassen? Lass bitte einfach mal, okay? Luftschiff, einfach mal hier hin wieder und fertig, okay? Danke. Eieiei. So, ja, ein bisschen, man sieht schon ein bisschen. Achso, weil wir hier natürlich, ja... Also ich glaube, das mit dem Speicher, das war jetzt keine so sinnvolle Idee. Wo willst du hin? Ja, du weißt doch den Weg. Warum machst du da so blöd rum? Wahrscheinlich wird das Luftschiff dann gar nicht mal so viel, gar nicht mal so viel Zeug mitnehmen können. Wir könnten natürlich was anderes machen, dass wir sagen, da sind ja noch mehr so Tempelchen. Oh, sieh an, da ist sogar schon was drin. Das ist ja spannend. Warum ist da schon was drin? Okay. Ich meine, wir könnten natürlich schon diese anderen Tempel natürlich bedienen. Aber andererseits, Moment, wofür ist diese Mega-Auflader nochmal zuständig? Aber der kann ja nur aufladen. Ich könnte so kleine Tempelchen ja bauen. Da gab es ja diese Geschichten. Gebäude, das Luftkristallenergie verbraucht, um Einheiten und Gebäude der Nähe zu beschleunigen. Nee.
Lufttempel, Gebäude, das gereinigte Luftkristalle für den Einsatz in Forschung und für verschiedene mächtige Gegenstände und so weiter bereitstellt. Dann könnte ich eigentlich sogar die Dinger... Ach, das ist ja spannend. Ich habe zu wenig rote. Echt jetzt? Wie gibt's denn das? Ihr könnt natürlich jetzt schon sagen, dass ich da einen zweiten Wassertempel... Aber ich könnte da mit blauen Münzen arbeiten. Dass wir da mal, sag ich mal, 5 hinpacken. 2. Eine. Gut, da muss ich blaue Bänder machen. So. Aber dann brauche ich halt sehr viel blaue Münzen. Blaue Münzen. Aber die bekomme ich ja eh von dem Zeug dann. Irgendwie. Aber warum habe ich jetzt keine... Warum habe ich so wenig rote Fläschchen? Das verstehe ich nicht ganz. Muss ich kurz gucken. Ist da bei Rot etwa schon... Haben wir da ein Problem? Ne, das ist Gelb. Haben wir beim roten Tempel ein Problem? Moment, ich werde jetzt trotzdem kurz... Wie macht's Sinn? Machen 5 Sinn? Gut, mit 5 wären wir wahrscheinlich... Nee, 5 ist zu viel. 3? Weil da kommt nämlich das Band blöder, witzigerweise nicht nach. Glaubt man kaum, aber ist so. So, aber da muss ich, wenn das so ist, muss ich dann natürlich... Gut, wobei die sind eh schnell genug. Ja, mit einem Dreierverstärker wird es halbwegs passen. Ja, mit einem Dreierverstärker, okay. Schauen wir mal, wie lang das gut geht. Genau, weil dann lagert der auch ein bisschen ein. Oder wird das mehr jetzt? Ja, dann lagert der ein, das passt. Das muss ich jetzt einfach überall machen und werde es wahrscheinlich massiv bereuen, weil mir dann alle Münzen abgehen. Na gut, ja, dann eben hier selbe in grün. Ah, guck mal, da steht ja ein Luftschiff. Was für eine Freude. So. Und da einen Dreierverstärker ran. Ja, doch, passt. Okay. So, die roten. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir Mana-Kristallprobleme bekommen. Wie läuft das hier? Achso, nee, das nicht. Wie läuft das jetzt? Alles gut, oder? Ja, sieht eigentlich perfekt. Also das ist jetzt wirklich alles gut ausgelastet. Sehr schön. So, wo sind die roten Dinger zu finden? So, und wir haben da offensichtlich echt zu wenig. Wie gibt's denn sowas? Wir haben da echt zu wenig. Ach so, weil ich da schon den Verstärker drin habe. Aber nur 2. Und ich schaff's trotzdem nicht, dass ich danach komme. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Gut, aber es sagt ja keiner was, dass wir... die nicht verstärken können. Ah, nee, das sind zu wenig. Moment. Geht sich das aus? Nee, das geht eigentlich ganz gut, oder? Oder wartet der irgendwo? Nö. Das würde passen. Muss ich das wahrscheinlich wirklich hier vielleicht doch noch erweitern? Ja, von hinten kommt genug ran, oder? Ja, definitiv. Ach, das wäre jetzt so schön, wenn ich das einfach Copy-Paste machen könnte. Habe ich das schon mal erwähnt? Also wirklich komplett Copy-Paste. Nicht so halb Copy-Paste, wie es hier jetzt ist. Habe ich eigentlich... Irgendwo müsste ich ja eh Mana... Naja, gut, aber von da hinten... Naja, will ich das jetzt auch nicht unbedingt dran ziehen. So. Da-da-da-da. Dit-dit-dit-dit. So. Kopieren. Ich mache schon wieder viel zu lange, ne? Da ist er, da war ja wieder was. So, die können wir gleich mal auf 5 upgraden. Auch hier auf 5 upgraden. Und ich bräuchte einen Wagen, der mir hier Kristalle rankarrt. Wo natürlich wieder dasselbe Problem habe ich... Ah, doch, da sind Kristalle. Oder? Ja, doch.
Und ich glaube, das Ding kann ich ehrlich gesagt permanent aktiv lassen, hätte ich gesagt. Ich brauche immer irgendwo Kristalle und dass diese Kiste voll ist, ist glaube ich okay. So, einmal wieder einen Planwagen mit Vollplan das aufnehmen lassen und da ranfahren. Da, ja. So, sehr schön. Einmal hier entladen. So, dann können wir den eigentlich, könnten wir dann auf 10 packen. Muss ich nur warten, bis der Wagen kommt, weil sonst kommt der da nicht mehr ran. Und die Frage ist natürlich, kommt der da oben dann zurecht mit einem Band oder muss ich noch ein Band dann ranpacken, oder? Ich befürchte, dass ein Band zu wenig ist. Ja, schauen wir mal. Vielleicht sollte ich das doch auch irgendwie ein bisschen anders designen. Das könnte ich natürlich jetzt so designen mit Untergrund, Mana-Aufladestationen und so. Aber spannend, dass ich hier jetzt wirklich... Ja, doch, aber hier haben wir zumindest dann den Vorteil, dass der auf jeden Fall sich befüllt. So, wo bleibt der Wagen? Da ist der Wagen, oder? Bist du mein Wagen? Ja, das sieht gut aus. So, gleich mal gucken, dass der auch die richtigen Sachen macht. Lieber wäre mir ja, wenn er nur halb-halb macht, aber ich glaube, das kriegen wir nicht gebacken, oder? So, ja, fahr ran. Ja, war klar. Hier bleiben. Löschen. So. Jetzt darf ich die Schiene ransetzen. So. Aufteilen und hier müssen wir dann auf jeden Fall auf 10 gehen. Ja, und das Band ist zu wenig. Das ist zu wenig, oder? So, bekommst du dann irgendwann auch mal Kristalle? Ah, wir haben da, okay, ich sehe schon, wir haben da natürlich wieder die Ausgangsdinge vergessen. Ja, was werde ich da wohl rausziehen? Hm? Spiel. Echt jetzt? Ist ja sonst nichts drin Sinnvolles. So. Da drüben haben wir das auch nicht. Ach Gott. Ja, das ist manchmal so komisch. Manchmal macht er das automatisch und manchmal nicht. So, und wie komme ich da jetzt ran? Schaffe ich das irgendwie? Hier. So. Ich würde gerne den da und go. Okay. So, die Ausgabe staut sich, das ist nicht gut. Ja gut, da müssen wir eben... Oder weil die staut sich jetzt hier komplett, oder? Ah, nicht mal wirklich unbedingt. Da... Ja, irgendwie geht sich's trotzdem ganz gut aus, dass es irgendwie immer leer wird, oder? So halbwegs. Ja, sollte eigentlich passen. So, Material bekommen die auch genug, oder? Ja, das passt. Okay. Dann sollten wir das Thema wieder erledigt haben, dann wird das jetzt wieder mehr. Aber eh spannend, dass wir hier trotzdem, aber ich möchte da eigentlich 3 machen. Und wir haben echt zu wenig, ja, wir haben zu wenig Mana-Kristalle. Eieiei. An allen Ecken und Enden haben wir Probleme. Die Folge ist eigentlich zu Ende. Aber ich muss weitermachen. Leute, ich muss weitermachen. So, Mana-Kristall-Produktion. Wie gibt's das? Wir haben doch die Mana-Kristall-Produktion so erhöht. So immens erhöht. Da haben wir wieder welche, die keine Ahnung haben, was sie machen sollen. So, weil ich, ja, die Schienen natürlich voll sind. Ja, okay. Mana-Kristall-Produktion. Das müsste hier bei dem großen Ding da sein. Ne, da sind Bücher. Da ist es nicht bei dem großen Ding. Es müsste bei dem anderen großen Ding sein. Wo ist denn das andere große Ding? Da. Bist du die Mana-Kristall-Produktion? Ja, quasi. Okay, es wären eigentlich genug, aber offensichtlich
mangelt es wirklich jetzt an Kohle? Willst du mir jetzt sagen, es mangelt an Kohle, weil wir hier keine Kohle mehr... Ach, wir liefern da drüben gar keine Kohle mehr. Ah, das ist ja... Da haben wir natürlich... Das ist ja... Also, nö. Was? Genau, da müssen wir wohl oder übel Tunnelschächte graben. Einmal nach unten schön, dann einmal darüber schön. Und ich könnte jetzt auch Erze setzen. Ja? Also theoretisch muss ich da gar nicht mehr so tunnelmäßig graben, weil ich kann das jetzt ja eh anders machen. So. Einmal da noch durch, da noch rüber und da noch rüber. So. Und schon haben wir wieder Erze, was Schönes. Was aber gar nicht das Problem war, weil wir haben ja Mana-Kristalle, trotzdem irgendwie hatten wir die voll. Sondern der performt eigentlich auch noch vollständig. Es ist jetzt nicht so, dass die nicht performen würden. Ich brauche nur hier echt viel Kohle. Aber der Speicher ist eigentlich voll, wie man sieht. Da müssen wir wohl einfach ein bisschen schneller ran. Brauche ich jetzt echt Mana-Kristalle so viel? Ich brauche Mana-Kristalle offensichtlich echt so viel, dass die nicht nachkommen. Mit normalen Förderbändern. Das ist auch spannend. Und ich sehe gerade, ich habe ja gar nicht mehr so viel. So. Ja, witzig, weil da... Guck mal, da staut sich's. Zack, 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 zack. Aber hinten kommen offensichtlich viel zu wenig an. Das ist ja wirklich witzig. Achso, weil da natürlich... Ja, und jetzt habe ich keine blauen Bänder mehr. Okay. Ja, es ist einfach zu langsam und weil der offensichtlich der Letzte in der Kette ist. Jetzt ist wirklich die Frage, ein Mega-Auflader. Ey, voll mega so ein Auflader. Was macht der besser? Mal schauen, Mega-Auflader. Mega-Ladestation, massive Ladestation mit hohem Durchsatz, die mehr Kristalltypen gleichzeitig verarbeiten kann. Ja gut, brauche ich ja eigentlich nicht. Die hat nur einen hohen Durchsatz, aber die kleinen Auflader sind eigentlich auch okay. Sage ich mal. Ich probiere jetzt hier trotzdem nochmal einen neuen Typ. So, indem ich einfach mal hergehe und die so mache. Nee, ist eigentlich ein Blödsinn. Ich probiere das jetzt einfach nochmal mit Mana-Rohren. Ich werde zwar verzweifeln. So. Genau, die Ladestation ist einfach hinten. Ja, ich weiß, die Folge ist vorbei. So, ich brauche pro Gebäude 2, also würde ich jetzt hier mal 8 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und da vorne überall Mana-Rohr-Anschluss. Brauche ich eigentlich Mana-Rohre irgendwo? Ich weiß nicht warum, dass ich mich dauernd verdrücke. Ich glaube nämlich, Mana-Rohre baue ich gar nicht, oder? 149 habe ich noch. Eigentlich Output, so. Und dann einmal rumgerohrt. So. Geht das so? Da bitte nur Eingang. Hallo. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ja, sollte so eigentlich gehen. Und im Untergrund, im Grid... Nein, da habe ich nicht hingeklickt. Ich habe aufs Grid geklickt. So. Machen wir dasselbe hier unten. Mit Ausgabe. Moment, da fahren wir in die Richtung. So. Sollte eigentlich gehen. Ether-Raffinerie. Achso, passt schon. Ausgabe. Nein, ich möchte das... Ach Gott.
Das ist E-Ausgabe. Wisst ihr, da sagt er Ausgabe und das ist wieder... Achso, das ist wahrscheinlich, weil ich die nachträglich gesetzt habe. Genau, so und da haben wir da Eingabe. Ja, und das ist natürlich jetzt blöd, weil das muss alles auf Eingabe sein. Kann ich das eigentlich kopieren? Das müsste ja gehen, oder? Ach Gott. Das Gemeine ist, ich kann dann jetzt auch nicht hier... Doch, kann ich. So, und ich weiß, dass ein Gebäude fehlt. So. Und das ist jetzt wirklich heute die letzte Amtshandlung. Ich sag's gleich, ne? So. Eingabe. Eingabe. So. Sollte funktionieren, theoretisch. Oh, ich kann schon wieder forschen. Ja, komm, Erzplatzierung. Go. Super. So, ein Gebäude bauen wir noch. Ich wollte eigentlich das verschieben. Gut, könnten wir eigentlich jetzt eh machen. Wäre eigentlich jetzt egal. Haben wir den Greifer da weg, weil ich habe immer Angst, dass ich Sachen verliere. So, okay. Ja, 16. Und ich könnte da ja gleich einen Lieferwagen wieder rüberfahren lassen. Wo sind meine Mana-Steinchen? Ach, das wäre so schön gewesen, wenn die genau hier gewesen wären. Aber die sind eher da drüben. Nee, auch da nicht. Mana-Steinchen, wo seid ihr zu finden? Da seid ihr zu finden, das ist schön. So, Planwagen. Einmal hierhin, einmal aufnehmen und einmal darüber. Einfach nur hierher mal fahren. So. Ich hoffe, dass der das jetzt geschnallt hat, dass er einfach nur hierher fahren soll. So, das Ding wird gemoved. So, dann bauen wir noch ein paar Rohre. Und ich sollte Mana-Rohre, wenn ich die zu häufig verwende, vielleicht wirklich dann auch mal automatisieren. So. Jetzt ist die Frage. So, wir machen da auf jeden Fall überall 5, das ist klar. Schafft der Input-mäßig das über ein Band? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Nee, definitiv nicht. Komm, dann machen wir 2. Und ich mach's wieder so. So. Einmal in. Warum habe ich jetzt kein einziges magisches Förderband mehr? Hä? Wieso? Was ist da jetzt wieder kaputt? Ach du Schande. Ach Mensch, warum? Och Gott. Ja, das kommt dabei raus, wenn man Sachen nicht limitiert. Warum habe ich das nicht... Bin ich jetzt doof? Ach Mensch, Leute. So, jetzt pass auf. Wir müssen das anders machen. Wir machen da jetzt einmal hier magische Schienen kommen hier hin. So. Und der Rest sind Förderfließbänder. So. Und da machen wir dasselbe. Ja, das ist... Ich bin schon... Ich hätte es mir ja überlegt, eigentlich. Aber offensichtlich bin ich doof. Ich habe zwar den einen Slot auf magische Schienen limitiert, aber den anderen natürlich wieder nicht. So. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil da muss ich jetzt hier... Komm, ich versuche das jetzt einfach auseinander zu dröseln. So, dann machen wir da... Ganz ehrlich... So. Dann machen wir es eben so. Verdammt, wie scheiße... Schlecht habe ich denn das jetzt gemacht. Na, das ist jetzt... Ach Gott. Nein, das wollte ich ja so gar nicht. Irgendwie funktioniert jetzt gerade gar nichts mehr. So. Würdest du, danke, sehr schön. So, jetzt machen wir einfach 3 große Umlager für diese Sachen. Ach stimmt, ich kann ja nicht, ich habe ja keine magischen Förderbänder mehr, da war ja was. So. Bitte, hier sind die Schienen. So, rein damit. Hier bitte magische Förderbänder. Rein damit. Ist in dem Lager gar nichts? Das stimmt, in dem Lager ist ja gar nichts. Oh.
mach mal Schienen. Ja, haben wir jetzt wieder welche? Nee. Aber der Speicher ist ja voll. Warum kann ich... Warum kann ich keine... Hä? Ach, ich bin ein Idiot, weil... Ja, das ist die Limitierung, aber das sind ja alles magische Schienen. Okay. Ja, sagt nix. Boah, wie doof. Wie mich das jetzt nervt, Leute. Das kann ich euch ja gar nicht sagen. So. Genau, einfach mal raus alles damit. Da ist sonst eh momentan nichts drin. So, jetzt kommen dann hoffentlich bald mal auch von denen wieder welche ran. Boah, wie böse ist das denn? Weißt du, jetzt habe ich mich so bemüht. Warum ist der eigentlich? Warum baust du nicht? Ach du Schande, ich sehe gerade. Ja, wow, das ist ja alles doppelt und dreifach falsch. Hier, so. Ja, ich habe wieder blaue Schienen. Okay, super. Also blaue Förderbänder, meinte ich. So, und einmal darfst du hier auch statt magische Schienen ein paar blaue rum runterzwiebeln. So, jetzt müsste sich der schön aufteilen. So, da kommen nur blaue ran. Das ist gut limitiert. Das ist gut limitiert. Ja, dann habe ich am Ende des Tages sehr viel blaue und ganz viel weniger andere. So, und da reicht eigentlich das so. Wie bitter ist das denn jetzt bitte? So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Da war ich. Warum ist der Wagen noch nicht angekommen? Was ist mit dem Wagen? Leute, machst du überhaupt noch was? Spannend, der macht auch nichts mehr, weil der... Ach, weil die jetzt natürlich... Ach Gott. Ja, gut, das ist natürlich jetzt alles super, super optimal. Aber wo sind denn jetzt die ganzen Kristalle? Achso, weil ich... Okay, die sind jetzt alle hier. Und ich könnte die natürlich jetzt auch in den Kreislauf da drüben, weil irgendwie der Wagen eh nicht will. Wo ist jetzt der Wagen stecken geblieben? Ist hier? Schienen? 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 Moment, wo ist der Wagen, diese eine mit der einen Kiste? Die eine Kiste ist da. Ach, das mag er nicht. Okay, na gut, dann, ja, wenn der einfach irgendwo hinfahren nicht mag oder ich falsch geklickt habe, ist es natürlich ein Problem. So. Weißt du, sonst, wenn ich nicht möchte, schafft das irgendwie immer. So. Furchtbar. Also einmal darüber und daran, dann einmal darüber. Ich hätte vorher schon stutzig werden müssen. So, und hier mit Schiebern arbeiten. Oh, 2 Stunden 30. Wow. Sollte eigentlich für ein Season-Let's Play... Was ist denn das? Nein, du, das bitte weg. Eieiei. So. Und ich hoffe nur, dass dieses Mana-Zeug so funktioniert, weil sonst bin ich traurig. Also diese Mana-Teile da. Nein, keine Schienen. So. Oh, da. Sind wir wohl nicht ganz rangefahren. Das ist nicht ideal. So, du bist E10, das passt. Könnten wir die Hütte da unten eigentlich wegreißen. Ich hoffe nur, dass der Wagen jetzt bald mal rankommt und dass das auch funktioniert, so wie es soll. So, okay. Hier ein bisschen zusammenräumen. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt Folgendes machen, dass ich hier die Kristalle... Moment, der braucht ja jetzt eh keins mehr da. So. Ups. Toll, jetzt habe ich natürlich... Ja, wow. Das ist ja so wunderschön und ganz toll und überhaupt... Nein, nicht rein da, nicht rein da. Moment, raus da. So, du machst ja eh nichts mehr. So, würdest du bitte... Das klicken wir weg. Dann können wir nämlich hier... einmal den da machen. Hast du jetzt immer noch was auf Lager? Diese wertvollen Steinchen. Wir wissen ja alle, dass die sehr wertvoll sind. So, ja, komm, fahr mal da rein mit denen.
Ja toll, natürlich funktioniert das mit der Ausgabe nicht. Ich könnte im Strahl kotzen, Leute. Also nee, den habe ich noch nicht angeschlossen, ne? Okay, gut, ich sag nichts mehr. Alles gut, alles gut. So. Juhui. Und die werden aufgeladen. Und werden wieder zur Verfügung gestellt. Oder auch nicht. Das ist jetzt noch die spannende Geschichte. Ja, es zur Verfügung stellen funktioniert natürlich nicht, weil... Eingabe. Oder? Fetzen die raus? Ja doch, die fetzen raus. Okay, gut. So, du hast noch Sachen im Inventar. Ja gut, dann packst die mal hier hin. Ah, und du bitte weg mal mit dir. Ich muss das ganze Zeug hier wegreißen. Sind da noch? Gut, da wäre noch ein Stein drin. Ja, wir müssen sparen mit dem guten Zeug, ne? So, weg, 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 alles weg. Auch das Zeug, alles weg hier. Wir müssen da schauen, dass wir da auf jeden Fall reinkommen. In das Lager, voller Freude. So, und dazu müssen wir da oben 1, 2. So. Schaffen wir es? Ist ein Band ausreichend? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ein Band müsste vielleicht sogar... Nee, reicht mit Sicherheit nicht. Okay, zweimal darüber. Ist das zu hoch? Oder geht das? Wir machen einfach zwei Bänder. Ne? So, 1, 2. Würde sogar reichen. So, rein damit. Und hier bitte natürlich das richtige Zeug raus, nämlich den Wasseräther. So, du bist leer, oder? Ja. So, dann hier. Nein, das da. So, bitte. Da dasselbe nochmal, aber hier. Ja, langsam, aber stetig schaffen wir es. Ja, manchmal das Spiel, manchmal hat es auch ein bisschen so seine Tücken. Vor allem mit den Perspektiven und so, ihr wisst das ja eh. So, raus da und dann einmal da hoch und dann da hoch und einmal darüber. Warum ist das jetzt so langsam? Spiel? Hm? Was fehlt dir da? Ich habe jetzt nicht überall blaue Bänder gebaut, damit das so langsam ist. Das ist dir schon klar, oder? Oh. Ups. So. Go! Power! So, Steinchen sind auf jeden Fall genug da. Da sind zu wenig Steinchen. Das ist natürlich genau das Thema, dass die Steinchen sich natürlich... Oder kommen da... Nee, da kommen da überhaupt Steinchen rein? Wahrscheinlich habe ich da jetzt wieder das Problem, dass ich da... Ja, das sehe ich natürlich jetzt nicht drunter, weil ich das wieder alles ganz klug gemacht habe. Spalten auswählen. Wählen. Ja, ich glaube, dass ich das Problem habe, dass ich da natürlich mit Teiler arbeiten müsste. Na doch, es kommt manchmal kommt da sogar einer rein, so ist es ja nicht. Ja, aber da kommt gar nichts rein, oder? Doch. Aber es wird nur der erste befüllt, das ist das Problem. Gebäude ist blockiert, nee. Überlaufverhalten umgehen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich genau das Problem, dass hier jetzt alle reingepackt werden, die ankommen. Jetzt die Frage, ob sich das irgendwann mal normalisiert, weil die bekommen ja gar nichts ab, die letzten beiden. Boah, ich muss wirklich sagen, ich mag diese Rohre echt nicht. Also ich finde die Rohre echt nicht cool. Muss ich wirklich sagen. Die sind echt irgendwie uncool. Nee, ganz ehrlich, ich baue das anders. Ich baue das hinten
Das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich hier jetzt natürlich nochmal umbauen muss. Also, beziehungsweise ich werde da oben jetzt nochmal ganz kurz die Greife hier deaktivieren. Da muss ich die Bänder nochmal wegziehen, weil sonst sehe ich da nicht drunter. Und ich mache das hier nicht mit Rohre. Und man sieht hier irgendwie mit den Rohren, oder mache ich da irgendwas falsch? Ist es jetzt wirklich, weil die alle eher bunkert, oder wie? Aber ich glaube, mit Rohre habe ich das Problem, dass ich halt mit Rohre die nicht vernünftig aufteilen kann. Oder könnte ich wahrscheinlich schon, aber da muss ich die Rohre anders bauen. Na egal, wir kriegen das hin. So, einmal hier alles weggeschustert. Ja gut, komm, dann müssen wir leider ein paar von diesen Kristallchen wegmachen. So, ich hoffe nur, dass die jetzt Eingabe... Gut, die sind eh alle beim Einser drin. Alles gut. So. Ich meine, ich könnte es natürlich jetzt auch anders machen. Dass ich die nicht hinten ran, sondern schon vorne ran. Ja, komm, hau die mal weg. Ist zwar jetzt schade, jetzt habe ich einige verschmissen, aber naja. Ja, Rohre. Sorry. Echt scheiße, die Dinger. Achso, da habe ich aber dann das Problem, dass ich wieder mit Teiler... Ja, müssen wir schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wenn ich da mit solchen Teilern arbeite... Nee, da versucht er sie dann wieder zurückzuschmeißen, oder? Ja, habe ich fast zu eng gebaut. Ja, wie jetzt? Warum hast du jetzt? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Keine Ahnung. Was da jetzt... Okay, aber nee, das funktioniert, glaube ich. Das passt ganz gut. Er kommt nicht auf die Idee, die irgendwie komisch zurückzuwuseln. So, komm, da sparen wir uns jetzt auch ein bisschen Arbeit. Ja, ich weiß, es liegt wahrscheinlich daran, ich mache wahrscheinlich irgendwas falsch mit den Rohren. Aber es fühlt sich einfach für mich nicht intuitiv genug an. Na, das bitte auf keinen Fall. So. Es fühlt sich nicht intuitiv genug an. Und wenn sich was nicht intuitiv genug anfühlt, mag ich es nicht. Ja, ich bin da ein sturer Spieler. So, nein, kein... Ich wollte... Oh Gott. Oh mein Gott, viel zu lange für Season Let's Play. Ah ja, aber wir wollen ja, dass was passiert auch, ne? So. Gut. Jetzt müsste das eigentlich besser funktionieren. Ich sag mal, die Eingabe, das kann man ja gern mit Rohren machen, aber irgendwie fehlen mir jetzt komplett Steine, oder was ist da jetzt los? Ja gut, der hat wieder so viele Steine. Nee, der hat jetzt auch 17. Ja, theoretisch müsste sich das dann schön aufteilen. Theoretisch gesehen zumindest. Ich könnte natürlich jetzt eins machen, dass ich den mal deaktiviere und die Steine einfach rausziehe. 14... 13, 14, 0, 0. Ja, die bekommen irgendwie nichts ab. Ist die Frage, ob sich das irgendwann mal... Ich meine, ich müsste... Moment, ich könnte eins machen, dass ich hier den Teiler... Wo ich jetzt definitiv nicht mehr rankomme. Doch, Teiler. Dass ich da sage, mach das Ding jetzt mal 2. So, hallo 2. Warum kann ich da... Könnte ich da... Okay, ich habe kein... Hä? Was ist denn jetzt los? Achso, ich habe wieder Numlock aktiv. So. Dürfte da nicht so viel reinkommen. Weil normalerweise von der Anzahl der Steine her müsste das locker reichen, hätte ich gesagt. Es kommt halt wirklich fast nichts ran. Gut, und die Auflade sind auch irgendwie... Moment, jetzt gucken wir uns nochmal das Mana-Raster an hier. Gut, das geht's schnell, das ist schön. Also die sind schon so, dass sich die schön aufteilen. Was ist denn da? Warum haben wir da... Achso, klar, weil ich da keine Bänder drüber habe. Gut, ich könnte, ganz ehrlich, dann machen wir eben Folgendes, ist ja egal. Machen wir eben einen Wagen, holen wir uns dann noch Steinchen. Ach ja. So.
Komm, wir nehmen einen Planwagen. Einen Planwagen voll Magiesteinchen. So. Einmal rüber ins System. Und den bringst du gleich ins letzte rein. So. Dann sollte das eigentlich fein passen. Aber es ist schon so, ich meine, es kommen schon Steine ran. Weißt du was, dann kann ich hier das Verhältnis auch wieder anpassen. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass wahrscheinlich für 4 Hütten wahrscheinlich diese 20 Steine definitiv zu wenig sind, die ich jetzt im System habe. Ein bisschen mehr müssten es ja sogar sein. So, der ist auf 3, oder? Ja. Aber das muss normalerweise, das muss ratzefatz gehen. Ja, der darf nicht dauernd stauen, das geht nicht. Das geht so nicht. So, wo bleibt der Wagen? Müsste der sein, oder? Ja, und die Idee ist dann, dass wir wirklich dann, wie gesagt, ein Luftschiff und schnappen werden, was hier rundherum fliegt und dann die Steinchen einfach von den Hütten holt und dann in diese Omnirohr-Produktion reinpackt. So, komm, einmal reicht, danke. Und jetzt müsste das eigentlich passen, ganz ehrlich. Jetzt haben wir so viele Steine im System, dass auch der gut bedient werden müsste. Könnte ich jetzt sogar mit Schieber lieber nicht. Habe ich gesagt, dass wir so viele Steine im System haben, dass... Oder kommen die jetzt mit dem Ding nicht nach? Ja, doch. Muss ja gehen. Eigentlich müsste er es schön aufteilen, irgendwann mal. Wobei, so habe ich natürlich das Problem, dass der Letzte mit dieser Art der Aufteilung, dass der Letzte natürlich immer erst dann was bekommt, wenn alle anderen schon was bekommen haben. Das ist vielleicht jetzt nicht so ideal, weil er bei jedem Schritt natürlich die Aufteilung dann wieder irgendwie aufbricht oder so. Vielleicht versteht ihr, was ich sagen will damit. Ist immer noch zu wenig. Ja, der hat immer noch nicht... Der bekommt immer noch nicht. Und irgendwie die Auflader an sich arbeiten zwar alle, aber irgendwie dann auch wieder nicht so ganz gut. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wird das, glaubt ihr, irgendwann mal? Da war die andere Variante irgendwie klüger. Ja, und schuld sind nur die Rohre. Ist klar, ne? Gut, aber es wird hier mehr. Das ist das Wichtige. Die könnten zwar schneller. Ist echt witzig. Jetzt sind die ersten eins. Ja, da, so. Da wäre wahrscheinlich wirklich klüger, wenn wir echt für jede Hütte einfach... Oder ich mache mal so einen Mega-Auflader. Aber Moment, dieser Mega-Auflader. Jetzt schauen wir mal, dieser Mega-Auflader. Wir bauen den jetzt einfach mal hier hin. Ich glaube nämlich nicht. Ja, Mana aufladen. Da braucht er 0,5. Braucht er da, um ein volles... Aber nee, der braucht... Ach du Schande, der braucht Mana-Scherben, damit ich das mit aufladen kann. Du wirst mich doch verarschen. Nee, das bringt mir... Alter, echt jetzt? Gut, der wäre zwar richtig schnell. Ja, das schon. Aber ich brauche das... Nee, komm, das... Ist der da in der Mitte eigentlich auch so? Ne, das ist was anderes. Das ist kein Mega, oder? Das ist Mana-Reaktor. Vor allem diese Feuerschreine finde ich eigentlich cool. Da kommt eben dann echt Lava raus und Lava ist so ein gutes Brennmaterial. Vielleicht sollte ich wirklich...
Ja, gut, aber ich muss jetzt echt dann. Ja, ich muss es für heute echt lassen, es hilft nichts. Ich würde lieben gerne noch 3 Stunden spielen, aber. Was ist hier eigentlich los? Das wird immer schlimmer statt besser, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt haben die letzten beiden auch nichts mehr. Boah, das ist so schlecht. Oh, Leute. Ja, nee, ich baue das jetzt nicht um. Das baue ich nächstes Mal um. Gut. Aber in dem Sinn, für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Factory Town. Tschüss, Leute.